Die Sängerin Antonelli von Johann Wolfgang von Goethe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Die Sängerin Antonelli von Johann Wolfgang von Goethe. Als ich mich in Neapel aufhielt, begegnete mir daselbst eine Geschichte, die großes Aufsehen erregte und worüber die Urteile sehr verschieden waren. Die einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, die anderen, sie sei wahr, aber es stecke ein Betrug dahinter. Diese Partei war wieder untereinander selbst uneinig. Sie stritten, wer dabei betrogen haben könnte. Noch andere behaupteten, es sei keineswegs ausgemacht, dass geistige Naturen nicht sollten auf Elemente und Körper wirken können, und man müsse nicht jede wunderbare Begebenheit ausschließlich entweder für Lüge oder Trug erklären. Nun zur Geschichte selbst. Eine Sängerin, Antonelli genannt, war zu meiner Zeit der Liebling des neapolitanischen Publikums. In der Blüte ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente fehlte ihr nichts, wodurch ein Frauenzimmer die Menge reizt und lockt und eine kleine Anzahl Freunde entzückt und glücklich macht. Sie war nicht unempfindlich gegen Lob und Liebe, allein von Natur mäßig und verständig wusste sie die Freuden zu genießen und beide gewähren, ohne dabei aus der Fassung zu kommen, die ihr in ihrer Lage so nötig war. Alle jungen, vornehmen, reichen Leute drängten sich zu ihr, nur wenige nahm sie auf. Und wenn sie bei der Wahl ihrer Liebhaber meist ihren Augen und ihrem Herzen folgte, so zeigte sie doch bei allen kleinen Abenteuern einen festen, sicheren Charakter, der jeden genauen Beobachter für sie einnehmen musste. Ich hatte Gelegenheit, sie einige Zeit zu sehen, indem ich mit einem ihrer Begünstigten in nahem Verhältnisse stand. Verschiedene Jahre waren hingegangen, sie hatte Männer genug kennengelernt und unter ihnen viele Gecken, schwache und unzuverlässige Menschen. Sie glaubte bemerkt zu haben, dass ein Liebhaber, der in einem gewissen Sinne dem Weibe alles ist, gerade da, wo sie eines Beistandes am nötigsten bedürfte, bei Vorfällen des Lebens, häuslichen Angelegenheiten, bei augenblicklichen Entschließungen meistenteils zu nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst denkt, schadet, und aus Eigenliebe ihr das Schlimmste zu raten und sie zu den gefährlichsten Schritten zu verleiten, sich gedrungen fühlt. Bei ihren bisherigen Verbindungen war ihr Geist meistenteils unbeschäftigt geblieben, auch dieser verlangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund haben, und kaum hatte sie dieses Bedürfnis gefühlt, so fand sich unter denen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf und der es in jedem Sinne zu verdienen schien. Es war ein Genueser, der sich um diese Zeit einiger wichtiger Geschäfte seines Hauses wegen in Neapel aufhielt. Bei einem sehr glücklichen Naturell hatte er die sorgfältigste Erziehung genossen. Seine Kenntnisse waren ausgebreitet, sein Geist wie sein Körper vollkommen ausgebildet, sein Betragen konnte für ein Muster gelten, wie einer, der sich keinen Augenblick vergisst, sich doch immer in anderen zu vergessen scheint. Der Handelsgeist seiner Geburtsstadt ruhte auf ihm. Er sah das, was zu tun war, im Großen an. Doch seine Lage war nicht die glücklichste. Sein Haus hatte sich in einige höchst missliche Spekulationen eingelassen und war in gefährliche Prozesse verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten sich mit der Zeit noch mehr, und die Sorge, die er darüber empfand, gab ihm einen Anstrich von Traurigkeit, der ihm sehr wohl anstand und unserem jungen Frauenzimmer noch mehr Mut machte, seine Freundschaft zu suchen, weil sie zu fühlen glaubte, dass er selbst einer Freundin bedürfe. Er hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegenheit gesehen. Sie vergönnte ihm nunmehr auf seine erste Anfrage den Zutritt in ihrem Hause, ja, sie lud ihn recht dringend ein, und er verfehlte nicht zu kommen. Sie versäumte keine Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Wunsch zu entdecken. Er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie bat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben und keine Anforderung eines Liebhabers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Verlegenheit, in der sie sich eben befand und worüber er bei seinen mancherlei Verhältnissen den besten Rat geben und die schleunigste Einleitung zu ihrem Vorteil machen konnte.
Er vertraute ihr dagegen seine Lage, und indem sie ihn zu erheitern und zu trösten wußte, indem sich in ihrer Gegenwart manches entwickelte, was sonst bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Ratgeberin zu sein, und eine wechselseitige, auf die edelste Achtung, auf das schönste Bedürfnis gegründete Freundschaft hatte sich in kurzem zwischen ihnen befestigt. Nur leider überlegt man bei Bedingungen, die man eingeht, nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte versprochen, nur Freund zu sein, keine Ansprüche auf die Stelle eines Liebhabers zu machen, und doch konnte er sich nicht leugnen, dass ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege, ja höchst zuwider, ja ganz und gar unerträglich waren. Besonders fiel es ihm höchst schmerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Eigenschaften eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien und doch noch vielleicht selbigen Abend gleichsam zum Spott des wertgeschätzten Freundes in den Armen eines Unwürdigen ausruhte. Glücklicher oder unglücklicherweise geschah es bald, dass das Herz der Schönen frei wurde. Ihr Freund bemerkte es mit Vergnügen und suchte ihr vorzustellen, dass der erledigte Platz ihm vor allen anderen gebühre. Nicht ohne Widerstand und Widerwillen gab sie seinen Wünschen Gehör. »Ich fürchte«, sagte sie, »dass ich über dieser Nachgiebigkeit das Schätzbarste auf der Welt, einen Freund, verliere.« Sie hatte richtig geweissagt, denn kaum hatte er eine Zeit lang in seiner doppelten Eigenschaft bei ihr gegolten, so fingen seine Launen an, beschwerlicher zu werden. Als Freund forderte er ihre ganze Achtung, als Liebhaber ihre ganze Neigung und als ein verständiger und angenehmer Mann unausgesetzte Unterhaltung. Dies aber war keineswegs nach dem Sinne des lebhaften Mädchens. Sie konnte sich in keine Aufopferung finden und hatte nicht Lust, irgendjemand ausschließliche Rechte zuzugestehen. Sie suchte daher auf eine zarte Weise seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltener zu sehen und ihn fühlen zu lassen, dass sie um keinen Preis der Welt ihre Freiheit weggebe. Sobald er es merkte, fühlte er sich vom größten Unglück betroffen, und leider befiel ihn dieses Unheil nicht allein. Seine häuslichen Angelegenheiten fingen an, äußerst schlimm zu werden. Er hatte sich dabei den Vorwurf zu machen, dass er von früher Jugend an sein Vermögen als eine unerschöpfliche Quelle angesehen, dass er seine Handelsangelegenheiten versäumt, um auf Reisen und in der großen Welt eine vornehmere und reichere Figur zu spielen, als ihm seine Geburt und sein Einkommen gestatteten. Die Prozesse, auf die er seine Hoffnung setzte, gingen langsam und waren kostspielig. Er musste deshalb einige Mal nach Palermo, und während seiner letzten Reise machte das kluge Mädchen verschiedene Einrichtungen, um ihrer Haushaltung eine andere Wendung zu geben und ihn nach und nach von sich zu entfernen. Er kam zurück und fand sie in einer anderen Wohnung, entfernt von der seinigen, und sah den Marchese von S., der damals auf die öffentlichen Lustbarkeiten und Schauspiele großen Einfluss hatte, vertraulich bei ihr ein- und ausgehen. Dies überwältigte ihn, und er fiel in eine schwere Krankheit. Als die Nachricht davon zu seiner Freundin gelangte, eilte sie zu ihm, sorgte für ihn, richtete seine Aufwartung ein, und als ihr nicht verborgen blieb, dass seine Kasse nicht zum Besten gestellt war, ließ sie eine ansehnliche Summe zurück, die hinreichend war, ihn auf einige Zeit zu beruhigen. Durch die Anmaßung, ihre Freiheit einzuschränken, hatte der Freund schon viel in ihren Augen verloren. Wie ihre Neigung zu ihm abnahm, hatte ihre Aufmerksamkeit auf ihn zugenommen. Endlich hatte die Entdeckung, dass er in seinen eigenen Angelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigsten Begriffe von seinem Stande und seinem Charakter gegeben. Indessen bemerkte er die große Veränderung nicht, die in ihr vorgegangen war, vielmehr schien ihre Sorgfalt für seine Genesung, die Treue, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager aushielt, mehr ein Zeichen ihrer Freundschaft und Liebe als ihres Mitleids zu sein, und er hoffte nach seiner Genesung in alle Rechte wieder eingesetzt zu werden. Wie sehr irrte er sich! In dem Maße, wie seine Gesundheit wiederkam und seine Kräfte sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von Neigung und Zutrauen, ja, er schien ihr so lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, ohne dass er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten höchst bitter und verdrießlich geworden. Alle Schuld, die er an seinem Schicksal haben konnte, warf er auf andere und wußte sich in allem völlig zu rechtfertigen. Er sah in sich nur einen unschuldig verfolgten, gekränkten, betrübten Mann und hoffte völlige Entschädigung alles Übels und aller Leiden
von einer vollkommenen Ergebenheit seiner Geliebten. Mit diesen Anforderungen trat er gleich in den ersten Tagen hervor, als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte. Er verlangte nichts weniger, als dass sie sich ihm ganz ergeben, ihre übrigen Freunde und Bekannten verabschieden, das Theater verlassen und ganz allein mit ihm und für ihn leben sollte. Sie zeigte ihm die Unmöglichkeit, seine Forderungen zu bewilligen, erst auf eine scherzhafte, dann auf eine ernsthafte Weise, und war leider endlich genötigt, ihm die traurige Wahrheit, dass ihr Verhältnis gänzlich vernichtet sei, zu gestehen. Er verließ sie und sah sie nicht wieder. Er lebte noch einige Jahre in einem sehr eingeschränkten Kreise oder vielmehr bloß in der Gesellschaft einer alten, frommen Dame, die mit ihm in einem Hause wohnte und sich von wenigen Renten erhielt. In dieser Zeit gewann er den einen Prozess und bald darauf den anderen. Allein seine Gesundheit war untergraben und das Glück seines Lebens verloren. Bei einem geringen Anlass fiel er abermals in eine schwere Krankheit, der Arzt kündigte ihm den Tod an. Er vernahm sein Urteil ohne Widerwillen, er wünschte nur, seine schöne Freundin noch einmal zu sehen. Er schickte seinen Bedienten zu ihr, der sonst in glücklicheren Zeiten manche günstige Antwort gebracht hatte. Er ließ sie bitten, sie schlug ab. Er schickte zum zweiten Mal und ließ sie beschwören, sie harrte auf ihrem Sinne. Endlich, es war schon tief in der Nacht, sendete er zum dritten Mal, sie ward bewegt und vertraute mir ihre Verlegenheit, denn ich war eben mit dem Marchese und einigen anderen Freunden bei ihr zum Abendessen. Ich riet ihr und bat sie, dem Freunde den letzten Liebesdienst zu erzeigen. Sie schien unentschlossen, aber nach einigem Nachdenken nahm sie sich zusammen. Sie schickte den Bedienten mit einer abschlägigen Antwort weg, und er kam nicht wieder. Wir saßen nach Tische in einem vertrauten Gespräch und waren alle heiter und guten Muts. Es war gegen Mitternacht, als ich auf einmal eine klägliche, durchdringende, ängstliche und lang nachtönende Stimme hören ließ. Wir fuhren zusammen, sahen einander an und sahen uns um, was aus diesem Abenteuer werden sollte. Die Stimme schien an den Wänden zu verklingen, wie sie aus der Mitte des Zimmers hervorgedrungen war. Der Marchese sprang auf und sprang ans Fenster, und wir anderen bemühten uns um die Schöne, welche ohnmächtig dalag. Sie kam erst langsam zu sich selbst. Der eifersüchtige und heftige Italiener sah kaum ihre wieder aufgeschlagenen Augen, als er ihr bittere Vorwürfe machte. »Wenn Sie mit Ihren Freunden Zeichen verabreden«, sagte er, »so lassen Sie doch solche weniger auffallend und heftig sein.« Sie antwortete ihm mit der gewöhnlichen Gegenwart des Geistes, dass, da sie jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen das Recht habe, sie wohl schwerlich solche traurige und schreckliche Töne zur Vorbereitung angenehmer Stunden wählen würde. Und gewiss, der Ton hatte etwas unglaublich Schreckhaftes. Seine lange nachdröhnenden Schwingungen waren uns allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieben. Sie war blass, entstellt und immer der Ohnmacht nahe. Wir mussten die halbe Nacht bei ihr bleiben. Es ließ sich nichts weiter hören. Die andere Nacht, dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als tags vorher, aber doch gefasst genug, und um dieselbige Zeit selbe gewaltsame, fürchterliche Ton. Wir hatten indessen über die Art des Schreies und wo er herkommen möchte, unzählige Urteile gefällt und unsere Vermutungen erschöpft. Was soll ich weitläufig sein? So oft sie zu Hause aß, ließ er sich um dieselbige Zeit vernehmen, und zwar, wie man bemerken wollte, manchmal stärker, manchmal schwächer. Ganz Neapel sprach von diesem Vorfall. Alle Leute des Hauses, alle Freunde und Bekannte nahmen den lebhaftesten Anteil daran, ja die Polizei ward gerufen. Man stellte Spione und Beobachter aus. Denen auf der Gasse schien der Klang aus der freien Luft zu entspringen, und in dem Zimmer hörte man ihn gleichfalls ganz in unmittelbarer Nähe. So oft sie auswärts aß, vernahm man nichts. So oft sie zu Hause war, ließ sich der Ton hören. Aber auch außer dem Hause blieb sie nicht ganz von diesem bösen Begleiter verschont. Ihre Anmut hatte ihr den Zutritt in die ersten Häuser geöffnet. Sie war als eine gute Gesellschafterin überall willkommen, und sie hatte sich, um dem bösen Geist zu entgehen, angewöhnt, die Abende außer dem Hause zu sein. Ein Mann, durch sein Alter und seine Stelle ehrwürdig, führte sie eines Abends in seinem Wagen nach Hause. Als sie vor ihrer Türe vor ihm Abschied nimmt, entsteht der Klang zwischen ihnen beiden, und man hebt diesen Mann,
der so gut wie tausend andere die Geschichte wußte, mehr tot als lebendig von seinem Wagen. Ein andernmal fährt ein junger Tenor, den sie wohl leiden konnte, mit ihr abends durch die Stadt, eine Freundin zu besuchen. Er hatte von diesem seltsamen Phänomen reden hören und zweifelte, als ein munterer Knabe, an einem solchen Wunder. Sie sprachen von der Begebenheit. »Ich wünschte doch auch«, sagte er, »die Stimme Ihres unsichtbaren Begleiters zu hören. Rufen Sie ihn doch auf. Wir sind ja zu zweien und werden uns nicht fürchten. Leichtsinn oder Kühnheit, ich weiß nicht, was sie vermochte, genug. Sie ruft dem Geiste, und in dem Augenblicke entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, lässt sich dreimal schnell hintereinander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Nachklang. Vor dem Hause ihrer Freundin fand man beide ohnmächtig im Wagen, nur mit Mühe brachte man sie wieder zu sich und vernahm, was ihnen begegnet sei. Die Schöne brauchte einige Zeit, sich zu erholen. Dieser immer erneuerte Schrecken griff ihre Gesundheit an, und das klingende Gespenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja, sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon befreit zu sein. Allein diese Hoffnung war zu frühzeitig. Nach geendigtem Karneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermädchen eine kleine Lustreise. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen, es war Nacht, ehe sie ihren Weg vollenden konnten, und da noch am Fuhrwerke etwas zerbrach, mussten sie in einem schlechten Wirtshaus übernachten und sich so gut als möglich einrichten. Schon hatte die Freundin sich niedergelegt, und das Kammermädchen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin ins andere Bett steigen, als diese scherzend zu ihr sagte, »Wir sind hier am Ende der Welt, und das Wetter ist abscheulich. Sollte er uns wohl hier finden können?« Im Augenblick ließ er sich hören, stärker und fürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders, als die Hölle sei im Zimmer, sprang aus dem Bette, lief wie sie war die Treppe hinunter und rief das ganze Haus zusammen. Niemand tat diese Nacht ein Auge zu. Allein es war auch das letzte Mal, dass dieser Ton sich hören ließ. Doch hatte leider der ungebetene Gast bald eine andere, lästigere Weise, seine Gegenwart anzuzeigen. Einige Zeit hatte er Ruhe gehalten, als auf einmal abends zur gewöhnlichen Stunde, da sie mit ihrer Gesellschaft zu Tische saß, ein Schuss wie aus einer Flinte oder stark geladenen Pistole zum Fenster hereinfiel. Alle hörten den Knall, alle sahen das Feuer, aber bei näherer Untersuchung fand man die Scheibe ohne die mindeste Verletzung. Desungeachtet nahm die Gesellschaft den Vorfall sehr ernsthaft, und alle glaubten, dass man der Schönen nach dem Leben stehe. Man eilte nach der Polizei, man untersucht die benachbarten Häuser, und da man nichts Verdächtiges findet, stellt man darin am anderen Tag Schildwachen von oben bis unten. Man durchsucht genau das Haus, worin sie wohnt, man verteilt Spione auf der Straße. Alle diese Vorsicht war vergebens. 3 Monate hintereinander fiel in demselbigen Augenblicke der Schuss durch dieselbe Fensterscheibe, ohne das Glas zu verletzen und, was merkwürdig war, immer genau 1 Stunde vor Mitternacht, da doch gewöhnlich in Neapel nach der italienischen Uhr gezählt wird und Mitternacht daselbst eigentlich keine Epoche macht. Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung wie an die vorige und rechnete dem Geiste seine unschädliche Tücke nicht hoch an. Der Schuss fiel manchmal, ohne die Gesellschaft zu erschrecken oder sie in ihrem Gespräch zu unterbrechen. Eines Abends, nach einem sehr warmen Tage, öffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu denken, das bewusste Fenster und trat mit dem Marchese auf den Balkon. Kaum standen sie einige Minuten draußen, als der Schuss zwischen ihnen beiden durchfiel und sie mit Gewalt rückwärts in das Zimmer schleuderte, wo sie ohnmächtig auf dem Boden taumelten. Als sie sich wieder erholt hatten, fühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten Backe den Schmerz einer tüchtigen Ohrfeige, und da man sich weiter nicht verletzt fand, gab der Vorfall zu mancherlei scherzhaften Bemerkungen Anlass. Von dieser Zeit an ließ sich der Schall im Hause nicht mehr hören, und sie glaubte nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren Verfolger befreit zu sein, als auf einem Wege, den sie des Abends zu einer Freundin machte, ein unvermutetes Abenteuer sie nochmals auf das Gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg ging durch die Chiaia, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschein. Eine Dame, die bei ihr saß, fragte, »Ist das nicht das Haus, in welchem der Herr Sternchen Sternchen gestorben ist?«
Es ist eins von diesen beiden, soviel ich weiß, sagte die Schöne. Und in dem Augenblick fiel aus einem dieser beiden Häuser der Schuss und drang durch den Wagen durch. Der Kutscher glaubte angegriffen zu sein und fuhr mit aller möglichen Geschwindigkeit fort. An dem Orte ihrer Bestimmung hob man die beiden Frauen für tot aus dem Wagen. Aber dieser Schrecken war auch der letzte. Der unsichtbare Begleiter änderte seine Methode, und nach einigen Abend erklang vor den Fenstern ein lautes Händeklatschen. Sie war als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr gewohnt. Er hatte an sich nichts Schreckliches, und man konnte ihn eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig darauf Acht, ihre Freunde waren aufmerksamer und stellten wie das vorige Mal Posten aus. Sie hörten den Schall, sahen aber vor wie nach niemand, und die meisten hofften nun bald auf ein völliges Ende dieser Erscheinungen. Nach einiger Zeit verlor sich auch dieser Klang und verwandelte sich in angenehmere Töne. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich. Sie schienen den genauesten Beobachtern von der Ecke einer Querstraße herzukommen, im leeren Luftraume bis unter das Fenster hinzuschweben und dann dort auf das Sanfteste zu verklingen. Es war, als wenn ein himmlischer Geist durch ein schönes Präludium aufmerksam auf eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze wunderbare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte. Als der Erzähler einen Augenblick innehielt, fing die Gesellschaft an, ihre Gedanken und Zweifel über diese Geschichte zu äußern, ob sie wahr sei, ob sie auch wahr sein könne. Der Alte behauptete, sie müsse wahr sein, wenn sie interessant sein solle. Denn für eine erfundene Geschichte habe sie wenig Verdienst. Jemand bemerkte darauf, es scheine sonderbar, dass man sich nicht nach dem abgeschiedenen Freunde und nach den Umständen seines Todes erkundigt, weil doch daraus vielleicht einiges zur Aufklärung der Geschichte hätte genommen werden können. Auch dieses ist geschehen, versetzte der Alte. Ich war selbst neugierig genug, sogleich nach der ersten Erscheinung in sein Haus zu gehen und unter einem Vorwand die Dame zu besuchen, welche zuletzt recht mütterlich für ihn gesorgt hatte. Sie erzählte mir, dass der Freund eine unglaubliche Leidenschaft für das Frauenzimmer gehegt habe, dass er die letzte Zeit seines Lebens fast allein von ihr gesprochen und sie bald als einen Engel, bald als einen Teufel vorgestellt habe. Als seine Krankheit überhand genommen, habe er sich nichts gewünscht, als sie vor seinem Ende noch einmal zu sehen, wahrscheinlich in der Hoffnung, nur noch eine zärtliche Äußerung, eine Reue oder sonst irgendein Zeichen der Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Desto schrecklicher sei ihm ihre anhaltende Weigerung gewesen, und sichtbar habe die letzte, entscheidende, abschlägige Antwort sein Ende beschleunigt. Verzweifelnd habe er ausgerufen, »Nein, es soll ihr nichts helfen, sie vermeidet mich, aber auch nach meinem Tode soll sie keine Ruhe vor mir haben.« Mit dieser Heftigkeit verschied er, und nur zu sehr mussten wir erfahren, dass man auch jenseits des Grabens Wort halten könne. Ende von Die Sängerin Antonelli. Der Blinde von Guy de Maupassant. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Blinde von Guy de Maupassant. Warum freuen wir uns doch so sehr über die erste Lenzsonne? Warum erfüllt uns dieses Licht, das die Erde bescheint, so mit neuem Lebensglück? Der Himmel ist so blau, die Flur so grün, die Häuser so weiß, und unsere Augen fangen diese Farben mit Entzücken auf, um sie in Seelenfreude umzusetzen. Und uns wandelt die Lust an, zu tanzen, zu laufen und zu singen. Unsere Gedanken sind so glücklich und leicht. Unser Herz weitet sich so zärtlich. Wir möchten die Sonne umarmen. Nur die Blinden sitzen stumpf in den Türen, von ewiger Nacht umfangen. Sie sind ruhig, wie immer, auch inmitten dieses lachenden Frohsinns. Und alle Minuten heißen sie ihren Hund, der mitspringen und jagen möchte, sich ruhig zu verhalten. Sie verstehen ja nicht.
Erst wenn sie bei sinkender Sonne am Arm eines jüngeren Bruders oder einer kleinen Schwester ins Haus zurückkehren und das Kind sagt, »Ach, heute war es schön draußen«, dann antworten sie wohl, »Ich habe es wohl gemerkt, dass es schön war. Lulu wollte gar nicht stillsitzen.« Ich kannte einen solchen Menschen, für den das Leben eine der grausamsten Martern war, die sich denken lassen. Er war ein Bauer, der Sohn eines Pächters aus der Normandie. Solange Vater und Mutter lebten, wurde einigermaßen für ihn gesorgt, so daß er nur an seiner entsetzlichen Blindheit zu tragen hatte. Aber seit die Alten tot waren, begann sein Martyrium. Eine Schwester nahm ihn zu sich, aber jedermann im Hofe behandelte ihn wie einen Bettler, der anderer Leute Brot aß. Keine Mahlzeit verging, bei der man ihm nicht seine Nahrung mißgönnte, ihn Faulenzer und Klette schalt, und trotzdem sein Schwager sich seines Erbteils bemächtigt hatte, gab man ihm kaum so viel Suppe, dass er nicht verhungerte. Sein Gesicht war ganz fahl, zwei große weiße Augensterne waren wie Oblaten hineingedrückt. Er blieb gleichgültig gegen die Scheltworte und so in sich gekehrt, dass man nicht wußte, ob er sie überhaupt empfand. Er hatte ja auch nie ihr Gegenteil kennengelernt. Seine Mutter hatte ihn immer etwas unsanft behandelt und liebte ihn nicht eben sehr, denn auf dem Lande gilt alles, was unnütz ist, für schädlich, und die Bauern täten es am liebsten den Hühnern nach und brächten, wenn sie könnten, alle Gebrechlichen um. Sobald er seine Suppe herunter hatte, stand er auf und setzte sich. Im Sommer vor die Haustür, im Winter an den Ofen, und von dort rührte er sich nicht mehr bis zum Abend. Er blieb ohne Gebärden, ja ohne Bewegungen sitzen, nur seine Augenlider durchlief oft ein nervöses Zucken, während sie über seine weißen Augäpfel herabfielen. Hatte er Geist, Verstand und deutliches Lebensbewusstsein? Diese Frage legte sich nie einer vor. So ging es einige Jahre lang. Doch sein Stumpfsinn und mehr noch seine absolute Unbrauchbarkeit erbitterten schließlich seine Angehörigen, und er wurde bald zur Zielscheibe des Spottes, zum Märtyrer Popanz, zur willkommenen Beute der angeborenen Niedertracht und barbarischen Freude seiner brutalen Umgebung. Alle Possen, die seine Blindheit ermöglichte, wurden mit ihm angestellt. Und um sich für das, was er aß, bezahlt zu machen, trieben seine Anverwandten während der Mahlzeit ihren Spott mit ihm und foppten ihn zum Vergnügen der Nachbarn und zur Qual für den Wehrlosen. Alle Bauern aus der Nachbarschaft erschienen zu diesen Belustigungen. Man sagte sich von Tür zu Tür Bescheid, und die Küche des Pachthofes war jeden Tag gedrängt voll. Zunächst setzte man einen Hund oder eine Katze auf den Tisch vor den Teller, aus dem der Unglückliche seine Fleischbrühe löffelte. Das Tier, das die Schwäche des Essers bald heraus hatte, kam sachte herangeschlichen und schleckte in stillem Behagen mit, bis ein zu lautes Zungenschnalzen die Aufmerksamkeit des armen Teufels schließlich erregte. Dann machte es sich behutsam davon und wich dem Löffel, mit dem der Blinde planlos vor sich hinschlug, ohne viel Mühe aus. Lautes Gelächter, Gedränge und Getrampel der Zuschauenden, die dicht gedrängt an den Wänden standen, folgte dieser Prozedur, während der Gefoppte, ohne ein Wort zu sagen, wieder zu essen begann und mit der vorgehaltenen Linken seinen Teller beschützte und verteidigte. Dann gab man ihm Pfropfen, Holz, Blätter und schließlich Dreck zu essen, was er nicht unterscheiden konnte. Und schließlich, da auch das langweilig wurde und die Späße nicht mehr zogen, begann der Schwager in seiner Wut, dass er ihn ernähren musste, ihn mit Püffen und Schlägen zu traktieren und lachte über die vergeblichen Anstrengungen des Unglücklichen, die Schläge zu parieren oder hinauszugeben. Daraus wurde dann ein neues Spiel, das Maulschellenspiel. Ochsen und Pferdeknechte, Mägde, alles zog ihm fortwährend die Hände durchs Gesicht, und seine Lider zuckten dann noch heftiger. Er wußte nicht, wohin er sich vor ihnen retten sollte, und ging darum immer mit vorgestreckten Armen, damit ihm keiner zu nahe käme. Endlich zwang man ihn zu betteln, an Markttagen stellte man ihn auf die Straßen, und sobald das Geräusch von Schritten oder das Nahen eines Wagens hörbar ward, mußte er seinen Hut ziehen und sein »Bitte um ein kleines Almosen« herbeten. Aber der Bauer ist knickerig, und so vergingen oft Wochen, wo er nicht einen Sou heimbrachte. Seitdem wuchs der Hass gegen ihn ins Grenzenlose, Erbarmungslose, und dies war sein Tod. Einmal im Winter, als die Erde dicht verschneit und es mörderisch kalt war,
führte ihn sein Schwager am frühen Morgen weit fort auf eine Landstraße, wo er um Almosen betteln sollte. Dort ließ er ihn den ganzen Tag über stehen, und als es Nacht wurde, erklärte er seinen Leuten, er hätte ihn nicht wiedergefunden. »Nee«, setzte er hinzu, »um den brauchen wir uns keine Sorge zu machen. Es wird ihn schon einer mitgenommen haben, wenn ihm kalt war. Iwo, der ist nicht draufgegangen. Der wird morgen schon wieder kommen und seine Suppe wollen.« Er kam aber nicht wieder. Stundenlang hatte er gestanden und gewartet. Dann, als er fühlte, dass er erfrieren würde, war er blindlings darauf losgegangen. Er konnte den verschneiten Straßenzug unter der Schneedecke nicht erkennen und stürzte in verschneite Gräben, arbeitete sich wieder hoch und suchte stillschweigend nach einem Hause. Aber der eisige Schnee durchkältete ihn allmählich immer mehr, und als ihn seine schwachen Beine nicht mehr tragen konnten, setzte er sich mitten auf einen Acker, von dem er nicht mehr aufstand. Bald hatten die weißen Schneeflocken ihn ganz zugedeckt. Sein steif gewordener Körper verschwand unter ihrer dichten Decke, die sich beständig erhöhte, und bald verriet nichts mehr die Stelle, wo der Leichnam lag. Seine Verwandten stellten zum Scheine Nachforschungen an und suchten 8 Tage. Sie weinten sogar. Aber der Winter war rau, und es taute erst spät. So fand sich vorderhand nichts. Als die Pächtersleute eines Sonntags zur Messe gingen, sahen sie, wie ein großer Rabenschwarm unablässig über der Ebene kreiste und sich dann wie eine schwarze Regenwolke auf einen bestimmten Fleck niederließ, wieder aufflog und immer wieder zurückkehrte. Die Woche darauf waren sie immer noch da, die unheimlichen Vögel. Der Himmel war schwarz von ihrem Gewimmel, als wären sie von allen 4 Winden zusammengeflogen. Sie ließen sich mit lautem Gekrächz auf den glänzenden Schnee nieder, wühlten hartnäckig darin herum und befleckten ihn eigentümlich. Ein Bursch lief hin, um nachzusehen, was sie da machten, und entdeckte den Kadaver des Blinden. Er war zerhackt und schon halb aufgefressen. Seine weißen Augapfel waren von den gefräßigen Schnäbeln herausgehackt. Und jedes Mal, wenn ich die Lebensfreude der ersten Sonnetage spüre, kommt mir diese trübe Erinnerung und der wehmütige Gedanke an diesen Enterbten des Lebens wieder, dessen schauerlicher Tod für alle, die ihn kannten, eine Erlösung war. Ende von Der Blinde. Aufgenommen von Markus Wachenheim. Der Löw ist los, von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Didier. Der Löw ist los, von Kurt Tucholsky. Am 6. Juli dieses Jahres beschloss der Löwe Franz Wüstenkönig aus dem großen Raubtierhaus des Berliner Zoologischen Gartens für der nicht mehr mitzumachen. Er brach aus. Das machte er so, dass er gelegentlich der Reinigung seines Käfigs durch den Oberwärter Pfleiderer in den Nebenkäfig gescheucht, das Schließen der Verbindungstür durch Dazwischenklemmen seines Schweifendes geschickt verhinderte, die Reinigung abwartete, sich dann mit Gebrüll Nummer 3 auf den ahnungslosen Pfleiderer stürzte, diesen über den Haufen rannte und durch die offen stehende Käfigtür das Weite suchte und fand. »Der Löw ist los!« Dieser Schreckensruf verbreitete sich einem Lauffeuer gleich in den Wandelgängen unseres geliebten Zoologischen Gartens. Die Aufregung der Besucher war unbeschreiblich. Viele ließen in der Eile ihr Bier stehen, ohne zu zahlen. Und noch lange nach diesen Ereignissen sah man an den Restaurants des Zoo die Kette der ehrlichen Berliner anstehen, die ihre schuldige Zeche begleichen wollten.
Kinderwagen fielen um und ergossen ihren schreienden Inhalt auf die Wege. Ältere Damen, die sonst nur mühsam einherschluchzten, liefen plötzlich, dass es eine Freude war. Die Lästerallee war wie leergefegt und nur ängstliche Kellner saßen hoch oben in den Zweigen der Bäume und ihre schwarzen Fräcke hingen hernieder wie die Schwänze fremdartiger Zaubervögel. »Der Löw ist los!« Hastig stürzten die aufgeschreckten Menschen auf die Straßen und ohrenbetäubend verkündete auch dort ihr Geschrei, »Der Löw ist los!« Und sein Apostroph hat er auch mitgenommen. Die Wirkung war furchtbar. Wüstenkönig war noch damit beschäftigt, gedankenvoll und langsam in der leeren Waldschenke die dort aufgehängten kleinen Würstchen zu verzehren. Da standen draußen schon ganze Straßenzüge auf dem Kopf. Die gewöhnlichen Leute stürzten, »Hast du was kannst du?« über Rinnsteine, Hunde, Babys, Aktentaschen und dicke Damen, die nicht weiter konnten. Die minder gut gestellten Schichten der Bevölkerung machten sich die Situation rasch zunutze. Sie kauften die an die Bordschwellen gespülten Strandgüter der Fliehenden à la Besse und eröffneten damit an den Ecken einen schwunghaften Handel. Die oberen Schichten hingegen bewahrten auch hier ihre überlegene Ruhe, sobald sie erst einmal im Auto saßen. Umsichtig und ernst sorgten sie dafür, dass sich keiner an die Wagen hängte. Die Droschkenkutscher schlugen augenblicks um das 18-fache auf, zum ersten Mal in Berlin, ohne den Polizeipräsidenten um Erlaubnis zu fragen. Es war ein Höllenlärm. In der Mitte stand, starr und stolz, ein Polizeiwachtmeister, turnte ägyptisch und regelte den Verkehr, und der Verkehr blieb stehen und sah zu, wie er geregelt wurde, und war sehr stolz. Es ging zu wie in einer getauften Judenschule. Der Löwe-Wüstenkönig war inzwischen mit den Würstchen fertig geworden. Er brüllte nach dem Kellner. Keiner kam. Unwillig mit dem Schweif den kleinen Alltagsreif schlagend, begab sich Wüstenkönig ins Freie. Das majestätische Tier schritt würdevoll dem Ausgang nach dem Kurfürstendamm zu. Berlin war aufgestört wie ein Ameisenhaufen. Alle Telefone klingelten mit einem Male schrill auf. Aber es meldeten sich nur die falschen Verbindungen. Die einzigen, die den Kopf nicht verloren, waren die Damen vom Amt. Sie verrichteten kaltblütig ihren Dienst in gewohnter Weise weiter, und so bekam niemand Anschluss. In den Redaktionen der großen Zeitungen drängten sich die Reporter. »Wie soll das jetzt noch in die Abendausgabe?« jammerte Redakteur ausgerechnet. »Konnte diese verdammte Löwe nicht eine halbe Stunde früher ausbrechen?« »Dann machen wir eben eine Extra-Ausgabe«, sagte der Verleger Mühlfoss. Und »Extra-Ausgabe, Extra-Ausgabe« hallte es durch das Haus, und die Setzer klapperten mit den Winkelhaken und die schweren Rotationspressen setzten sich rasch in Bewegung. Die Börse nahm die Nachricht vom Ausbruch des Löwen verhältnismäßig gefasst auf. »Haben Sie schon mal eine Nachricht gesehen, die die Börse nicht gefasst aufgenommen hätte?« Montanwerte, Feste, Geiste, leicht angezogen, Brauereien, flau, Jakob Goldschmidt, immer oben auf, Herbert Gutmann, repartiert, heute, Fest. Im Reichswehrministerium tagte gerade eine Unterkommission des Untersuchungsausschusses zur Nachprüfung seiner eigenen Unentbehrlichkeit, als die Schreckensnachricht eintraf. Das Frühstück, die Sitzung wurde sofort abgebrochen. Zwei Generalstabsoffiziere arbeiteten hopp-hopp mit ihren Referenten einen Feldzugsplan für die Bekämpfung des Löwen aus und forderten dazu an, 2 Armeekorps, eine Pressestelle, 24 außeretatmäßige Stabsoffizierstellen, ein Stück Kanone,
ein Landpanzerkreuzer. Der Löwe Wüstenkönig schritt inzwischen immer majestätisch, wie es ihn seine liebe Mutter gelehrt hatte, durch die Kurfürstenstraße zum Lützowplatz. Menschenleer lagen Straßen und Plätze. Da stand ein großes Löwendenkmal. Missmutig schnupperte der Löwe. Dann hob er. Da hörte sich etwas. Was war das? Nichts. Der Löwe ließ seinen Gefühlen freien Lauf. Ging und lief dann in langen Sätzen die Lützowstraße entlang durch die Potsdamer Straße und stürmte vor ein großes Warenhaus. Er war gourmand, der Löwe Franz Wüstenkönig. Er wollte so eine nette, kleine, brutzelige Verkäuferin zum Frühstück essen. So eine frische Junge. Herrgott, nicht nochmal! Das Wasser lief ihm in Appetitschnüren zum Maule heraus und hing in langen Fäden an seinen Bart. Schnurrend legte er sich und wartete. Die Behörden hatten inzwischen fieberhaft gearbeitet. In aller Eile, so gut das eben in der Geschwindigkeit ging, hatte man eine Reichslöwenabwehrabteilung mit einem Sonderressort für bayerische Löwen begründet und es handelte sich nur noch darum, ob die Abteilung das ganze Rathaus oder das Hotel Adlon beziehen sollte. Die Deutsche Volkspartei war wie stets auf dem Posten. Schon nach einer halben Stunde klebten an allen Säulen Bäumen knallblaue Plakate. Mitbürger, der Löwe ist los. Wer ist daran schuld? Die Juden. Wählt die Deutsche Volkspartei. Das Leben in der Stadt war völlig umgekrempelt. Niemand wagte sich mehr aus dem Hause. Aus allen Stadtteilen wurden Löwen gemeldet, im ganzen 62. 8 große Hunde wurden erschossen, erst an den Hundemarken erkannte man den kleinen Irrtum. Bei Königs ließ die Köchin Babette das Teeservice mit dem gesamten Gedeck fallen, weil ihr der junge Herr von hinten einen Kuss aufgedruckt hatte. Mit dem Ausruf »Hier saß der Löwe!« brach das brave Mädchen zusammen. Die Berliner Theaterdirektoren Bindelbands suchten verzweifelt den Löwen. Sie wollten ihn für den Schauspiel Androklus engagieren. Sie fuhren von Straße zu Straße, kein Löwe. Feuerwehrautos klingelten durch die Gegend, kein Löwe. Der Löwe war fortgeflickt. Der Löwe war gar nicht fort. Er war, des Wartens müde, aufgestanden, schlenderte nun durch die Straßen, erblickte einen Wagen mit Kirschen und warf ihn, durch den hohen Preis erschreckt, um, und dann war er weiter und weiter gegangen. Also, das war Berlin? Dieser traurige Haufe von Steinkästen und schnurgerade Straßen, die alle ein bisschen unsauber aussahen, das war das Weltdorf Berlin? Der Löwe schüttelte das Haupt. Da hatten ihm die Spatzen im Käfig wer weiß was erzählt. Und wenn abends vor der Fütterung aus dem Raubtierhaus, ja aus dem ganzen Zoo, ein Schrei aufstieg, Svoboda! Russisch ist nämlich das Volapük der Tiere und dies heißt so viel wie Freiheit. Dann meinten alle, die ja zum großen Teil ihre natürliche Heimat nie gesehen hatten, gar nicht Afrika, oder die Kordilleren oder Indien, der Schrei hieß Berlin. Einmal auf der Rutschbahn im Lunapark fahren, war die Sensur der Krokodile. Einmal zum Rennen nach Ruhleben, danach lechzten die Aasgeier. Einmal sich in der Bar wälzen können, träumten die wilden Schweine, Abend für Abend. Und das hier war Berlin, das war es. Wüstenkönig schüttelte nochmal das Haupt. Und da rückte es heran. Die Feuerwehr von der einen Seite und die Gebirgsmarine der Reichswehr von der anderen, Kinooperateure und Leute, die bei allen Premieren dabei sein müssen, Journalisten, Damen der ersten besten Gesellschaft und die Bindelbands.
Da rückte es heran, und das Erstaunliche geschah, dass sich der Löwe Franz Wüstenkönig, der Beherrscher der Tiere, die Majestät der Fauna, PP, ruhig abführen ließ, in sein Käfig zurück, in das große Raubtierhaus des Zoologischen Gartens. Und als die Tür hinter ihm zugeklappt war und ihn der Oberwärter Pfleiderer vorwurfsvoll angeschnupft hatte und als sich der ganze Schwarm verlaufen, da senkte der enttäuschte Löwe den Schweif, den er bis dahin glorios nach oben getragen hatte, streckte sich still der Länge lang hin und sagte mit Wärme und Überzeugung: Nie wieder. Ende von Der Löw ist los. Aufgenommen von Didier in Berlin. Das Elternhaus von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Elternhaus von Kurt Tucholsky. »Ich habe Ihnen das Giraffenhaus gezeigt«, sagte unser Führer, »und das Raubtierhaus und das Vogelhaus. Wir kommen nun zu dem Elternhaus.« Lärm empfing uns. Wir traten an das erste Gitter. »Sie sehen hier«, sagte der Führer, »die gemeinen Hauseltern, parentes, communes, domestici, sie sind weit verbreitet, harmlos und vererben alle ihre Eigenschaften.« Hinter dem Gitter saßen an einem Tisch Vater und Mutter. Er trug eine hohe, steife Hausmütze mit einer Quaste, er rauchte eine lange Tabakspfeife und las im Zeitungsblättchen. Die Mutter stopfte Strümpfe, dass die Nadeln klapperten. Kinder von vielerlei Altern krabbelten im Zimmer herum. Das Älteste hatte eine Brille auf der Nase und lernte aus einem Buch. Zwei Mädchen nähten Puppenkleider, ein Junge baute unter dem Tisch eine Steinbaukastenburg, und das Jüngste steckte einen standhaften Zinnsoldaten in den weit geöffneten Mund. Von Zeit zu Zeit erhob der Vater den Kopf und sagte, ohne hinzusehen, »Eduard, tu das nicht!« und las weiter. Und die Mutter sagte dann, »Aber Papa, lass doch die Kinder!« worauf alles seinen ungestörten Fortgang nahm. Wir schritten zum nächsten Gitter. »Dies«, erklärte der Führer, »sind die Eltern mit der Affenliebe. Parentes semiarum modo amantes.« Zunächst sahen wir nur die Eltern. Sie standen um irgendetwas herum, was zunächst verborgen blieb, und schützten es mit ihren Armen und drückten daran umher. Dann traten sie auseinander, und es zeigte sich ein dickes, kugelrundes Kind von vielleicht 8 Jahren, das kaum war es frei, an den Tisch ging und dort alles Geschirr mit einer jähen Handbewegung herunterfegte. Krach! Aber schon stürmten die besorgten Eltern herbei und schlossen das Kind unter Jubelrufen erneut in ihre gerührten Arme. »Nein, wie selbstständig es schon ist«, sagte der Vater. »Hast du gesehen, wie flink es zupackt?«, sagte die Mutter. Das Kind prustete. Ob vor Lachen oder weil es husten musste, wussten wir nicht. »Ach«, machten die Eltern und packten es in ein Bett. Aber da stand es auf und lief durch die Tür in einen hinteren Raum. Die Eltern lockten. »Kunochen! Na, Kunochen! Kuno, komm doch! Du kriegst Schokolade!« Kuno blies ihnen etwas und wir gingen weiter. »Wir kommen nunmehr«, sagte unser freundlicher Führer, »zu den Nationaleltern. Parente, furore, teutonico, affecti. Aber treten Sie nicht so nahe heran, Sie könnten sich verletzen.« Eine Kugel kam geflogen, hoch über unsere Köpfe hinweg. Sie kam aus einem schwarz-weiß-rot angestrichenen Blasrohr, das ein feldgrau gekleideter Junge mit Brille eben absetzte. »Friedrich Wilhelm«, donnerte eine Männerstimme. »Adalbert, Hans Oskar.« »Rums«, machte es in der Stube, und schnurgerade ausgerichtet standen 3 Jungen wie die Orgelpfeifen da. Der Vater betrat die Szene, ein Kreis von mächtigen Dimensionen, furchtbar anzuschauen. Er nagte an einem ungeheuren Speckbrot. Als er es verschluckt hatte, war er wie steinerner Grimm anzuschauen. Er schrie, »Disziplin! Nur der Kadavergehorsam kann's machen!« »Nieder mit allen Nichtdeutschen!« piepste der Jüngste.
»Schweig, bevor ich dich frage«, rief der Vater in erschrecklichem Bass. »Aber hast's brav gemacht.« Und dann die Hände in den Hüften. »Ich habe gestern wieder ein Buch in der Kinderstube gefunden. Wenn mir das noch einmal vorkommt, Bleisoldaten spielen sollt ihr, Griffe kloppen, Felddienstübungen machen zur Ertüchtigung der Jugend. Mama geht als Krankenschwester mit. Ein Buch. Rasselbande, Potz, schwere Brett, Höllendonner.« Wir konnten ihn noch hören, während wir schon weitergingen. »Jetzt kommen wir«, erklärte der Führer, »zu den modernen Reformeltern Parentes Principis Onerati.« In sackähnliche Reformgewänder gehüllt, saß hinter diesem Gitter ein sonderbarer Verein. Geschlechter waren nicht zu unterscheiden. Nur an den etwas helleren Fingern konnte man die weiblichen Familienangehörigen vage ahnen. Aber auch dies schien zu täuschen. »Charlotte Elisabeth«, säuselte ein Mitglied, anscheinend die Mutter. »Du hast heute wieder Äpfel aus der Speisekammer entwendet. Das Eigentum ist heilig, weil wir es uns erarbeitet haben. Willst du dein Unrecht mit mir betrachten?« »Ja, Mama«, sagte Charlotte Elisabeth. »Charlotte Elisabeth, siehst du dein Unrecht ein?« »Ja, Mama«, sagte Charlotte Elisabeth. »Charlotte Elisabeth, wer sein Unrecht einsieht, der bereut es schon. Bereust du dein Unrecht?« »Ja, Mama«, sagte die Äpfel-Charlotte. »Ich entsühne dich, mein Kind.« »Paul«, schrie die Mama. Paul hatte dem Schaukelpferd den Schwanz ausgezogen und war damit beschäftigt, ihn sich zum Skalp aufzuputzen. »Paul«, sagte die schon wieder gefasste Mutter, »auch Schaukelpferde fühlen wie du den Schmerz.« Da aber war es mit unserer Fassung zu Ende und frohe Wallfahrten wir weiter. »Hier sehen Sie«, sagte unser Führer, »die alleinstehende Hausmägäre, Mater Terribilis.« Hurr, wie sauste da hinter dem Gitter jemand durch die Stube. Laut knallten die Türen und wir hörten einen schrillen Sopran. »Marie! Marie! Habe ich Ihnen nicht schon tausendmal gesagt, dass die Staublappen nicht in die rechte Schublade gehören? Marie! Wo ist mein Schlüsselkorb? Marie! Der Korb! Wo ist Bubi? Marie! Wo ist das Kind? Das Kind! Der Korb!« Und aus einer Ecke kroch, mit totentraurigen Augen, ein kleines, verwahrlost aussehendes Geschöpf. Ein Kind. Nein, ein Opfer. Wir gingen weiter. »Hier«, sagte der Führer lächelnd, »muss ich die Herrschaften bitten, den Mann nicht zu necken. Es ist das, der kleine Haustyrann, Pater Tyrannicus.« Nein, wir neckten nicht. Schade. Einem Gockel gleich stelzte dort ein Herr der Schöpfung herum und warf von Zeit zu Zeit wütende Blicke auf ein kleines Mädchen, das verschüchtert am Tisch saß. »Papa ist heute wieder so schlechter Laune«, flüsterte die Kleine. »Wer spricht, wenn ich im Zimmer bin?« grollte der väterliche Fürst. Sie verstummte, und er stapfte weiter umher und war sieghaft anzuschauen, wenngleich er Filzpantoffeln trug. »Zum Schluss gelangen wir«, sagte der Führer vor dem nächsten Gitter, »zu der Synthetikon-Familie. Sie kommt nur in Rudeln vor und kann auch bei Todesgefahr nicht auseinandergerissen werden. Man erzählt sich wunderbare Geschichten von ihrer Abhängigkeit. Ihre Angehörigen schätzen einander wenig, hocken aber dessen ungeachtet stets zusammen. Sehen Sie.« Wir sahen. Hinter dem Gitter saßen ungefähr 8 Personen und gähnten. »Die kleine Ellen erwartet mich um 10«, sagte der Älteste und zog ungeduldig, aber heimlich seine Taschenuhr. »Wie gern ging ich heute ins Theater«, flüsterte die erwachsene Tochter. »Uah«, machte die 15-Jährige, »ist das bei euch langweilig?« Dabei gehörte sie doch mit dazu. »Auf der Straße ist heute große Schlacht zwischen den Blauen und den Schwarzen«, sagte der Gymnasiast. Und als alle etwas gesagt hatten, sah sich der Vater im Kreise um und sprach: »Ich weiß mir nichts Schöneres, als wenn ich so alle meine lieben Kinder um mich versammelt habe. Nicht wahr, Kinderchen?« »Oh ja, ja«, gähnten alle. Und dann gingen wir. »Sagen Sie«, fragte ich, während wir hinausschritten, den Führer, »Sie haben uns da nun so viel gezeigt, aber wie soll ich mich ausdrücken?« »Sie meinen, ob es nicht auch vernünftige Eltern gibt?« »So etwas Ähnliches wollte ich allerdings sagen.« »Kommen Sie«,
sagte er ruhig und zog mich an der Hand aus dem Elternhaus fort in den Park. Der Abend dämmerte, die Bäume rauschten im Winde. »Kommen Sie«, sagte er, und wir gingen, bis wir an ein kleines weißes Häuschen kamen. Wir schlichen uns heran und wurden nicht gesehen und nicht gehört. Vor dem Haus saß ein blondes, junges Weib mit ungemein lustigen Augen. Vor ihr im Sande raffte ein kleiner Junge seine Spielsachen zusammen. Er hatte einen frech gedrehten Haarbusch auf dem Kopf und einen kleinen, dicken Bauch. Er schnaufte erschrecklich, weil er so viel zu tun hatte. Die junge Frau ging ins Haus. »Peter«, rief sie, »Peter«, und Peter wackelte aufjuchzend hintendrein. Ich sah den Führer an. Er nickte. »Das sind meine«, sagte er leise. »Die werden nicht eingesperrt.« Ende von »Das Elternhaus«, aufgenommen von Markus Wachenheim. Die entflohene Blume von Kurt Laßwitz. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die entflohene Blume von Kurt Laßwitz. Eine Geschichte vom Mars. »Was fehlt dir denn, mein Duckchen?« sagte die kleine Haar. »Willst du mehr Sonne haben, oder soll ich dir ein Wölkchen vorziehen?« Haar sprach nicht zu einem anderen Kinde oder zu ihrer Puppe, sondern zu einer Pflanze, die mit dunkelroten Blättern und zwei radförmigen Blüten, größer als Haars Kopf, in ihrem Zimmer stand. Diese Pflanze hieß Duckchen. Sie wiegte die Stiele ihrer Blätter und Blüten anmutig hin und her und ließ dabei sangartige Töne vernehmen. Und nun verstand H., was die Blume ausdrücken wollte. Duckchen und das kleine Mädchen wohnten nämlich nicht auf der Erde, sondern auf dem Planeten Mars. Dort sind die Bewohner, die Martier, ebenso wie die Pflanzen schon viel weiter fortgeschritten als hier auf der Erde. Die Martier wissen längst, dass die Pflanzen auch beseelte und fühlende Geschöpfe sind und haben gelernt, ihre Bewegungen und Töne zu verstehen, durch die dort die Pflanzen sprechen vermögen. »Ich bin traurig«, sang die Pflanze, »ich weiß, dass du es gut mit mir meinst, aber ich war doch eine freie Bergpflanze und bin nun hier gefangen. Ihr habt mich hinweggenommen aus der Blumenschlucht, wo ich mit meinen Verwandten wohnte, und nun ist meine Blütenzeit wieder da. Meine Blüten wollen sich ablösen und ins Freie fliegen, um sich dort ins Erdreich zu setzen und neu zu wurzeln. Aber Duckchen, ich hab mich doch so sehr gefreut, dass ich dich endlich bekam. Nein, ich kann deine Blüten nicht herauslassen, aber ich will dir frische Erde hersetzen, dass sie wurzeln können. Nein, Haar, das würde mir nichts nützen. Sie müssen ins Freie, und wenn du mich nicht hinauslässt, so müssen sie ohne deine Erlaubnis fortfliegen. Das dulde ich nicht, Duckchen, Fenster und Türen sind geschlossen, aber ich will dir gleich frischen Boden verschaffen, sei nur brav. Haar lief hinaus. Nach längerer Zeit kehrte sie zurück, gefolgt von ihrem um 3 Jahre älteren Bruder Hai, der eine große Kiste mit Erde herbeischleppte. Während er noch beschäftigt war, diese durch die Tür zu schaffen, vernahm er plötzlich, dass Haar einen Schrei ausstieß, und über ihn hinweg flatterte es wie 2 große, gelb und grün leuchtende Vögel. Es waren die Blüten von Duckchen, die sich inzwischen abgelöst hatten. Sie flogen mit dem abgelösten Ende des Kelches voran, die Luft zerteilend, und wirbelten aus sich selbst, so daß ihre steifen, schräg gestellten Blütenblätter wie eine Schraube wirkten und ihre langen Staubfäden hinterherzogen und als Steuer dienten. Das ging um so besser, als auf dem Mars die Schwerkraft nur 1/3 so groß ist wie auf der Erde. Haar begann zu weinen, aber der Bruder hatte schon den Kasten hingestellt und rief, »Komm, schnell, Haar, wir fangen sie wieder ein. Mein Kletterauto
mit dem ich eben aus der Schule kam, steht noch fix und fertig draußen. Komm, wie du bist, es ist alles drin, was wir brauchen.« Eilendst stürmten die Kinder in das Fahrzeug. Hai lenkte, Ha saß neben ihm. Das Haus lag, wie alle Privathäuser der Martier, fern von den großen Geschäftsstraßen im Freien zwischen Parkanlagen. Die Blüten waren freilich nicht mehr zu sehen, aber Hai tröstete die Schwester. »Ich weiß, woher die Pflanze stammt, dahin fliegen die Blüten unbedingt, in das Bergloch auf der Wüste Burr.« Hai vermied die großen Industriebezirke des Mars und lenkte das Auto nach der Grenze der bewohnten Niederung, wo sich steil die kahlen Felsen erhoben, die zur Hochebene der Wüste Burr hinaufführten. Es war ein merkwürdiges Ding, das Kletterauto. Räder hatte es nicht. Am ehesten hätte man es mit einem riesigen Insekt vergleichen können, das die stattliche Länge von 3 Meter besaß. Denn es lief auf 3 Paar Beinen und galoppierte darauf über die Ebene viel schneller als ein Rennpferd. Es brauchte dazu keine gebahnten Wege. Auch jetzt, als es den felsigen Abhang des Gebirges hinaufklomm, kletterte es mit seinen 6 Beinen schnell und sicher in die Höhe. Zuletzt aber kam eine fast senkrechte Felsmauer, die ein Alpinist nur mit großer Mühe und mit Hilfe des Seils bewältigt hätte. Aber auf einen Handgriff Hais richtete sich das Auto auf den Hinterbeinen empor, während der schaukelartig herabhängende Sitz sich von selbst einstellte. Die langen Vorderbeine vorstreckend schritt es auf die Wand zu, wo es sich mit den Fußenden festsaugte, in die Höhe zog und dann mit den übrigen Beinen sich ebenso festhielt und aufwärts schob. So kletterte es wie eine Wespe an der Wand empor. Nun war die Hochebene erreicht und es ging wieder im Galopp vorwärts, bis Hai vorsichtig vor einer tiefen, trichterförmigen Einsenkung Halt machte. Steil senkte sich hier der Boden, in bunten Farben leuchteten die Wände der Senkung. Die Reisenden befanden sich vor einer der Pflanzenoasen der Wüste Burr, in denen sich das ganze Jahr hindurch Feuchtigkeit sammelte und hielt. »Hier unten wohnen die Duckchen«, sagte Hai. »Die Blüten haben wir natürlich überholt, ohne sie zu sehen, da sie sehr hoch geflogen sind. Aber ehe wir hinunterkommen, werden sie schon anlangen und sich festsetzen, denn sehr lange halten sie es in der Luft nicht aus. Wir können auch nur ein kleines Stück mit dem Auto hinab, dann fängt das dichte Gebüsch an und wir müssen zu Fuß klettern. Ich kenne den Platz, wir waren voriges Jahr mit unserem Naturlehrer hier.« »Ach«, rief H., »als du die essbaren Steine mitbrachtest, die will ich auch suchen, die schmeckten zu gut. Wir wollen sehen.« Am Gebüsch angelangt verließen die Kinder den Wagen und kletterten zwischen Sträuchern und Steinen abwärts. An einer Stelle zeigte sich eine Felsspalte. »Hier geht's hinein«, sagte Hai lächelnd. »Zu den Duckchen?«, fragte H. »Nein, zu...« Hai machte eine Pantomime, als stecke er etwas in den Mund. »Esssteine! Ach, bitte, bitte!« Die Spalte erweiterte sich zu einer geräumigen Höhle, die von oben her Licht erhielt. Hai suchte an den Seitenwänden, dann brach er eine Platte des mürben, schieferartigen Gesteins ab. »Da«, sagte er, »du musst es in kleine Stücke zerbrechen.« Ha griff eifrig zu. »Oh, fein, fein, herrlich schmeckt das. Woher kommt der Stein?« »Vor vielen Millionen Jahren wuchsen hier große Wälder mit vielen, vielen Blüten. Dort legten zahllose Bienen große Vorratskammern von süßen Saft an. Später wurden die verschüttet, es kamen die trockenen Wüstenzeiten, der Saft wurde fest und erhielt sich. Er ist sozusagen versteinerter Honig.« Die Geschwister erquickten sich an den Steinen und sammelten eine reichliche Menge, dann kehrten sie in die Senkung zurück und stiegen weiter hinab. Hai hatte eben eine rotleuchtende Stelle vor ihnen, die Blumenschlucht, als den Standplatz der Duckchenpflanzen bezeichnet,
Da rief H., sich umblickend, plötzlich: »Sieh, was von dort oben herabfliegt. Sind das nicht?« »Gewiß, das sind unsere Blüten. Warten wir, bis sie vorüber sind.« »Aber da unten, was ist denn dieses Graue, das da hervorkriecht?« Hai starrte hin. Vom Grunde des Trichters her schob sich eine graue Masse und zog sich um die ganze Einsenkung wie ein schlangenförmiger Wulst herum. Von dort wälzte sie sich höher und höher. »Um Gottes Willen«, stöhnte Hai, ergriff Haas Hand und zog sie nach sich. »Nach oben, so schnell uns die Füße tragen!« »Was ist, was ist?« »Der Tiefenwurm. Es kann nichts anderes sein. Wenn er uns einholt, sind wir verloren. Wir müssen das Auto erreichen.« Es gab keine Zeit zu Erklärungen. Beide rannten, so schnell sie konnten, den Abhang hinauf. Aber schneller noch war der Tiefenwurm. Zu gewissen Zeiten quellen vom Grunde des Bergkessels her Nebel empor, mit Gasen vermischt, die der Mensch nicht einatmen kann, ohne zu ersticken. Da sie ähnlich einer riesigen Schlange am Abhange hervorkriechen, nannte man sie Tiefenwurm. Hai hatte zwar davon gehört, glaubte aber, dass sie nur am frühen Morgen aufstiegen. Näher rückte die Masse. »Ich kann nicht mehr«, rief H. Sie stürzte. Hai versuchte, sie auf den Arm zu nehmen. »Nur noch ein paar Meter, dann sind wir am Auto.« Er warf einen Blick rückwärts. Da wehte es heran, eisig. Jetzt war es da. Zwei Schritte noch, da brach er mit der Schwester zusammen. Der Tiefenwurm kroch über die Kinder hinweg. Wenige Minuten später war die Stelle wieder frei. Der Nebel erreichte den Rand der Einsenkung und verlor sich unschädlich in der Wüste. Die Kinder lagen bewusstlos nahe ihrem Kletterauto. Aber seltsam, ihre Gesichter waren völlig bedeckt, jedes von einer großen, dichten, gelb und grün schimmernden Haube. Jetzt bewegten sich diese Hauben, sie lösten sich ab. Die Kinder begannen wieder zu atmen. Jetzt schlugen sie die Augen auf. Sie waren gerettet. Die fliegenden Duckchenblüten hatten die Kinder bemerkt und die Gefahr, in der sie schwebten. Den Pflanzen schadete der Tiefenwurm nicht. Im Gegenteil, sie gedeihen gerade in diesen Gasen. Da hatten sich die Blüten im rechten Augenblick auf die Kinder gestürzt und ihre Gesicht bedeckt und geschützt, so daß sie nur den heilsamen Duft der Blüten atmeten. »Oh, ihr lieben Blüten, du liebes, liebes Duckchen«, sagte H., als sie zur Besinnung kam, »ihr habt uns gerettet und wir wollten euch fangen. Nein, nie wieder wollen wir einer Pflanze die Freiheit rauben, das verspreche ich euch«, sagte Hai. »Habt Dank, habt Dank.« Das Auto galoppierte mit den Kindern davon. Noch einmal winkten sie oben vom Rande der Schlucht. Die Blüten aber flogen hinab und siedelten sich fröhlich in ihrer Heimat an. Ende von »Die entflohene Blume« von Kurt Laßwitz. Das Kriegstagebuch von Georg Query, gelesen für LibriVox.org, von Dirk Weber, Rheinberg. Das Landsturmbataillon Weilheim zog aus, weit ins Russische hinein. Ich nahm am Bahnhof von dem alten Jugendfreunde Abschied. »Hans«, sagte ich zu meinem Lieblingskameraden, »Hans, vergiss nicht, ein Tagebuch zu führen. Deine Kinder werden einmal mit Stolz darin blättern.« Er sah mich mit einem bedauernden Lächeln an und klopfte heftig auf seinen linken Brustfleck, hinter dem sich eine pralle, viereckige Masse ohne weiteres als Notizbuch darstellte. Kaliber Schwartemagen. Er zog das Ding hervor und ließ die Unzahl seiner Blätter rauschen. 300 Seiten«, sagte er stolz, »da wird a bissel was hinein erlebt, das merkst dir. Da wirst Augen machen, wann ich's dir einmal unter die Nase halt.« Und fuhr ins Russische hinein, der Hans. Eines Tages kam er von Warschau in Heimatsurlaub. »Hans, was macht dein Bücherl?« »Was für a Bücherl«, gab er verdrossen zurück. »Na, das dicke Buch halt. Hast schon viel hineingeschrieben.« »Ja, ja.«
aber er machte weder Miene, die Faust wieder auf dem Brustfleck hämmern zu lassen, noch die pralle Masse hervorzuziehen, die noch immer den Waffenrock eng machte. Gut, wenn nicht, denn nicht. Aber abends am Stammtisch musste er mich doch in das Bücherl gucken lassen. Er hatte 5, 6 Seiten mit dem Bleistift vollgekritzelt, einen Ortsnamen hinter dem anderen, 1/5 fast richtig, 2/5 falsch und der Rest unleserlich. Aber es war alles schwarz auf weiß festgenagelt, was es von München bis Lodz an Stationen und Stationchen gab. Mensch, sind das die ganzen Eindrücke? Hm? Warum hast du nicht mehr geschrieben? Es gibt halt nicht mehr Ortschaften auf dem Weg. Ortschaften, Ortschaften, aber die Erlebnisse. Du, sagt er plötzlich ganz giftig, sei mir nur Staat mit denen Erlebnis. Fahr du einmal 7 Tag und 7 Nacht in einem Trumpf fort und darfst bei Tag und Nacht kein Aug nit zudrucken, wegen dem damischen Notizbücherl. Hans! Jawohl, weil mich die anderen eilwald queckt haben und haben gesagt, Hans, da ist wieder a Station, die musst dir aufschreiben. Dafür hast dein dicks Notizbücherl mitgenommen. Allweil hat mich wieder ein anderer aufgeweckt. Du, ich sag's dir im Gurten. Von dem Notizbücherl will ich im Urlaub nix mehr hören. Ja, ich verstand. Und als er wieder nach Warschau abdampfte, schüttelte ich ihm lächelnd die Hände und schielte auffällig nach seinem linken Brustfleck. Freilich hab ich's verbrennt, schrie er fröhlich. Freilich! Wurst, wie gut schlorf die 7 Nächte. Ende von Das Kriegstagebuch. Diese Aufnahme ist gemeinfrei. Satans Besuch bei Herrn von Goethe von Wilhelm Hauff. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Satans Besuch bei Herrn von Goethe von Wilhelm Hauff. Nebst einigen einleitenden Bemerkungen über das Diabolische in der deutschen Literatur. Von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern und hüte mich, mit ihm zu brechen. Es ist gar hübsch von einem großen Herrn, so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. Zitat von Goethe. Bemerkungen über das Diabolische in der deutschen Literatur. Die Idee eines Teufels ist so alt als die Welt und nicht erst durch die Bibel unter die Menschen gekommen. Jede Religion hat ihre Dämonen und bösen Geister. Natürlich, weil die Menschen selbst von Anfang an gesündigt haben und nach ihrem gewöhnlichen Anthropomorphismus das Böse, das sie sahen, einem Geiste zuschrieben, dessen Geschäft es sei, überall Unheil anzurichten. So würde ich ungefähr sprechen, wenn ich es bis zum Professor der Philosophie gebracht hätte und nun über die Idee eines Teufels mich breit machen müsste. In meiner Stellung aber lache ich über solche Demonstrationen, die gewöhnlich darauf auslaufen, dass man mich mit 10erlei Gründen hinweg zu disputieren sucht. Ich lache darüber und behaupte, die Menschen, so dumm sie hie und da sein mögen, merken doch bald, wenn es nicht ganz geheuer um sie her ist, und mögen sie mich nun Ahriman oder das böse Prinzip, Satan oder Herrn Urian nennen, sie kennen mich in allen Völkern und Sprachen. Es ist doch eine schöne Sache, um das Dicia hic est, darum behagt mir auch die deutsche Literatur so sehr. Haben sich nicht die größten Geister dieser Nation bemüht, mich zu verherrlichen und, wenn ich's nicht schon wäre, ewig zu machen? In meiner Dissertatio de Rebus Diabolicis sage ich unter anderem hierüber Folgendes. Paragraph 8. Die Idee, das moralische Verderben in einer Person darzustellen, musste sich daher den Dichtern bald aufdrängen. Diese waren,
wie es in Deutschland meistens der Fall war, philosophisch gebildet. Doch war ihre Philosophie wie ihre Moral von jener breiten, dicken Sorte, die nicht mit Leichtigkeit über Gegenstände hinwegzugleiten weiß. Daher kam es, dass auch die Gebilde ihrer Fantasie jenes philosophische Blei an den Füßen trugen, die sie nicht mit Gewandtheit auftreten ließ. Sie stolperten auf die Bühne und von der Bühne und machten sich breit in Philosophemen, die der Zehnste nicht sogleich verstand, und drehten und wandten sich, als sollten sie auf einer engen Brücke ohne Geländer in Reifröcken einander ausweichen. Daher kam es, dass auch die Teufel dieser Poeten gänzlich verzeichnet waren. Betrachten wir zum Beispiel Klingers Satan. Wie vielen Bombast hat dieser arme Teufel zuerst in der Hölle und dann auf der Erde herzuleiern? Klingemanns Teufel, glaubt man nicht, er habe ihn nur geschwind aus dem Puppenspiel von der Straße geholt, ihm die Glieder ausgerenkt, bis er die rechte Größe hatte, und ihn dann in die Szene gesetzt? Man begreift nicht, wie ein Mensch sich von einem solchen Ungetüm sollte verführen lassen. Es gibt noch mehrere solcher literarischen Ungetüme, die hier aufzuführen der Raum nicht erlaubt. Sie alle haben mir von jeher viel Spaß gemacht, und ich kam mir oft vor wie der Policinello des italienischen Lustspiels. Ich war bei diesen Leuten eine stehende Figur, die, wenn auch etwas anders aufgeputzt, doch immer wieder die Hörner herausstreckte und unter welche man zur besseren Kenntnis ein Ecce Homo sehet, das ist der Teufel, schrieb. Doch auch dem Teufel muss man Gerechtigkeit widerfahren lassen, sagt ein Sprichwort. Folglich muss der Teufel zur Revanche auch wieder gerecht sein. Ein jeder gibt, wie er's kann, fuhr ich in der Dissertation fort, und wie sich in jenen Poeten das moralische Verderben bei jedem wieder in andern Reflexen abspiegelte, so gaben sie auch ihre Teufel. Daher kommt es, dass Herr Urian bei Klopstock wieder bei weitem anders aussieht. Jener Abbadonna ist ein gefallener Engel, dem das höllische Feuer die Flügel versenkte, der sich aber auch jetzt noch nobel und würdig ausnehmen soll. Aber leider ist dieser Zweck doch ein wenig verfehlt. Mir wenigstens kömmt dieser klopstockische Gott sei bei uns vor wie ein Elegant, der wegen Unart aus den Salons verwiesen, sich in den Tabagien und spießbürgerlichen Clubs nicht recht zu finden weiß und daher unanständig jammert. So ungefähr sprach ich mich in jener gelehrten Dissertation aus, und ich gebe noch heute zu, dass die Auffassung wie jeder Idee, so auch der des Teufels, sich nach den individuellen Ansichten des Dichters über das Böse richten muß. Dies alles aber entschuldigt keineswegs jenen berühmten Mann, der Kraft seines umfassenden Genies nicht den engen Grenzen seines Vaterlandes oder der Spanne Zeit, in welcher er lebt, sondern der Erde und künftigen Jahrhunderten angehören könnte, es entschuldigt ihn nicht darin, dass er einen so schlechten Teufel zur Welt gebracht hat. Der goethische Mephistopheles ist eigentlich nichts anders als jener gehörnte und geschwänzte Popanz des Volkes. Den Schweif hat er aufgerollt und in die Hose gesteckt. Für die Boxfüße hat er elegante Stiefel angezogen. Die Hörner hat er unter dem Barett verborgen. Siehe da den Teufel des großen Dichters. Man wird mir einwenden, das gerade ist ja die große Kunst des Mannes, dass er tausend Fäden zu spinnen weiß, durch die er seine kühnen Gedanken, seine hohen, überschwänglichen Ideen an das Volksleben, an die Volkspoesie knüpft. Halt, Freund! Ist es eines Mannes, der, wie Sie sagen, so hoch über seinem Gegenstand steht und sich nie von ihm beherrschen lässt, ist es eines solchen Dichters würdig, dass er sich in diese Fesseln der Popularität schmiegt? Sollte nicht der königliche Adler dieses Volk bei seinem populären Schopf fassen und mit sich in seine Sonnenhöhe tragen?
»Verzeihe, Wertester«, erhalte ich zur Antwort, »du vergissest, dass unter diesem Volk mancher eine Perücke trägt. Würde ein solcher nicht in Gefahr sein, dass ihm der Zopf breche und er aus halber Höhe wieder zur Erde stürze? Siehe, der Meister hat dies besser gedacht. Er hat aus jenen 1000 Fäden, von welchen ich dir sagte, eine Strickleiter geflochten, auf welcher seine Jünger säuberlich und ohne Gefahr zu ihm hinaufklimmen. Der Meister aber setzte sie zu sich in seine Arche. Gleich Noah schwebt er mit ihnen über der Sündflut jetziger Zeit und schaut ruhig wie ein Gott in den Regen hinaus, der aus den Federn der kleinen Poeten strömt.« »Ein wässriges Bild«, entgegne ich, »und gleich eine Sottisse. Befand sich denn in jener Arche nicht mehr Vieh als Menschen? Und will der Meister warten, bis die Flut sich verlaufen und dann seiner Stierlein und Eselein, seine Pfauen und Kamele, Paar um Paar auf die Erde spazieren lassen? Will er vielleicht wie jener Patriarch die Erfindung des Weines sich zuschreiben, sich ein Patent darüber ausstellen lassen und über seine Schenke schreiben, hier allein ist echter zu haben, wie Maria Farian auf sein kölnisches Wasser, so für alle Schäden gut ist? Aber um wieder auf Mephistopheles zu kommen, gerade dadurch, dass er einen so überaus populären und gemeinen Teufel gab, hat Goethe offenbar nichts für die Würde seines schönsten Gedichtes gewonnen. Er wird zwar viele Leser herbeiziehen, dieser Mephisto, viele Tausende werden ausrufen, »Wie herrlich! Das ist der Teufel, wie er leibt und lebt!« Um die übrigen Schönheiten des Gedichtes bekümmern sie sich wenig. Sie sind vergnügt, dass es endlich einmal eine Figur in der Literatur gibt, die ihrer Sphäre angemessen ist. »Aber erkennst du denn nicht, wird man mir sagen, erkennst du nicht die herrliche, tiefe Ironie, die gerade in diesem Mephistopheles liegt?« »Ironie? Und welche? Ich sehe nichts in diesem meinem Konterfei als den gemeinen Ritter von dem Pferdefuß, wie er in jeder Spinnstube beschrieben wird. Man erlaube mir, dieses Bild noch näher zu beleuchten. Ich werde nämlich vorgestellt als ein Geist, der beschworen werden kann, der sich nach magischen Gesetzen richten muß. Gestehe ich's nur, dass ich hinausspaziere, verbietet mir ein kleines Hindernis, der Drudenfuß auf eurer Schwelle. Und dieser Schwelle Zauber zu zerspalten, bedarf ich eines Rattenzahns. Daher befiehlt der Herr der Ratten und der Mäuse, der Fliegen, Frösche, Wanzen, Läuse, in einer Zauberformel seinem dienstbaren Ungeziefer die Kante, welche ihn bannte, zu benagen. Auch kann ich nicht in das Studierzimmer treten, ohne dass der Doktor Faust dreimal hereinruft. In andere Zimmer, wie zum Beispiel bei Frau Marthe und in Gretchens Stübchen, trete ich ohne diese Erlaubnis. Doch den Schlüssel zu diesen sonderbaren Zumutungen finden wir vielleicht in dem Vers: »Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei auch etwas denken lassen. Doch weiter. Ich stehe auf einem ganz besonderen Fuß mit den Hexen. Die in der Hexenküche hätte mich gewiß liebevoller empfangen, aber sie sah keinen Pferdefuß, und um mich bei ihr durch mein Wappen zu legitimieren, machte ich eine unanständige Gebärde. Mein Freund, das lerne wohl verstehen, das ist die Art, mit Hexen umzugehen. Auf dem Brocken in der Walpurgisnacht bin ich noch viel besser bekannt. Das Gehen behagt mir nicht. Ich sage daher zum Doktor: »Verlangst du nicht nach einem Besenstiele? Ich wünschte mir den allerderbsten Bock. Auch hier zeichnet mich kein Knieband aus, doch ist der Pferdefuß hier ehrenvoll zu Haus. Um unter diesem gemeinen Gelichter mich recht zu zeigen, tanze ich mit einer alten Hexe und unterhalte mich mit ihr in Zoten, die man nur durch Gedankenstriche: »Der hat ein
so es war, gefiel's mir doch, anzudeuten wagt. Ich bin, selbst in Fausts Augen, ein widerwärtiger, hämischer Geselle, der, kalt und frech, ihn vor sich selbst erniedrigt. Ich bin ohne Zweifel von hässlicher, unangenehmer Gestalt und Gesicht, zurückstoßend, was man mit mildem Ausdruck markiert, intrikant und im gemeinen Leben einen abgefeimten Spitzbuben zu nennen pflegt. Daher sagt Gretchen von mir, »Der Mensch, den du da bei dir hast, ist mir in tiefer innerer Seele verhasst. Es hat mir in meinem Leben so nichts einen Stich ins Herz gegeben, als des Menschen widrig Gesicht. Seine Gegenwart bewegt mir das Blut. Ich habe vor dem Menschen ein heimliches Grauen. Kommt er einmal zur Tür herein, sieht er immer so spöttisch drein und halb ergrimmt. Es steht ihm an der Stirn geschrieben, dass er nicht mag eine Seele lieben, etc. Daher sage ich auch nachher, und die Physiognomie versteht sie meisterlich, in meiner Gegenwart wird ihr, sie weiß nicht wie, mein Mäskchen da weissagt verborgenen Sinn, sie fühlt, dass ich ganz sicher ein Genie, vielleicht wohl gar der Teufel bin. Soll dies bei Gretchen Ahnung sein? Ist sie befangen in der Nähe eines Wesens, das, wie man sagt, ihren Gott verleugnet? Ist es etwa ein unangenehmer Geruch, eine schwüle Luft, die ihr meine Nähe ängstlich macht? Es ist kindlicher Sinn, der den Teufel früher ahnet als der schon gefallene Mensch. Wie Hunde und Pferde vor nächtlichem Spuk scheuen, wenn sie ihn auch nicht sehen? Nein, es ist nur allein mein Gesicht, mein Mäskchen, mein lauernder Blick, mein höhnisches Lächeln, das sie ängstlich macht, so ängstlich, dass sie sagt, wo er nur mag zu uns treten, mein ich sogar, ich liebte dich nicht mehr. Wozu nun dies? Warum soll der Teufel ein Gesicht schneiden, das jedermann Misstrauen einflößt, das zurückschreckt, statt dass die Sünde nach dem gewöhnlichsten Begriffe sich lockend, reizend sehen lässt? Wer hat nicht die herrlichen Umrisse über Goethes Faust von dem genialen Retsch gesehen? Gewiss, selbst der Teufel muss an einem solchen Kunstwerk Freude haben. Ein paar Striche, ein paar Pünktchen bilden das liebliche, sinnige Gesicht des kindlichen, keuschen Gretchens. Faust in der vollen Blüte des Mannes steht neben ihr. Welche Würde noch in dem gefallenen Göttersohn? Aber der Maler folgt der Idee des Dichters, und siehe, ein Scheusal in Menschengestalt steht neben jenen lieblichen Bildern. Die unangenehmen Formen des dürren Körpers, das ausgedörrte Gesicht, die hässliche Nase, die tiefliegenden Augen, die verzerrten Mundwinkel. Hinweg von diesem Bild, das mich schon so oft geärgert hat. Und warum diese hässliche Gestalt, frage ich noch einmal. Darum, antworte ich, weil Goethe, der so hoch über seinem Werk schwebende Dichter, seinen Satan anthropomorphisiert, um den gefallenen Engel würdig genug darzustellen, kleidet er ihn in die Gestalt eines tief gefallenen Menschen. Die Sünde hat seinen Körper hässlich, mager, unangenehm gemacht. In seinem Gesicht haben alle Leidenschaften gewühlt und es zur Fratze entstellt. Aus dem hohlen Auge sprüht die grünliche Flamme des Neides, der Gier. Der Mund ist widrig, hämisch, wie der eines Elenden, der alles Schöne der Erde schon gekostet hat und jetzt aus Übersättigung den Mund darüber rümpft. Der Unschuld ist es nicht wohl in seiner befleckenden Nähe, weil ihr vor diesen Zügen schaudert. So hat der Dichter, weil er einen schlechten Menschen vor Augen hatte, einen schlechten Teufel gemalt. Oder steht etwa in der Mythologie des Herrn von Goethe, der Teufel könne nun einmal nicht anders aussehen, er könne sein Gesicht, seine Gestalt nicht verwandeln? Nein, denn man lese. Auch die Kultur, die alle Welt beleckt,
hat auf den Teufel sich erstreckt. Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen. Wo siehst du Hörner, Schweif und Klauen? Du nennst mich Herr Baron, so ist die Sache gut. Ich bin ein Kavalier wie andere Kavaliere. Und an einem anderen Ort lässt er mich mein Gesicht ein Mäskchen nennen. Folglich kann er sich eine Maske geben, kann sich verwandeln. Aber wie gesagt, der Dichter hat sich begnügt, das nordische Phantom dennoch beizubehalten, nur dass er mich von Hörnern, Schweif und Klauen dispensiert. Dies ist das Bild des Mephistopheles, dies ist Goethes Teufel. Jenes nordische Phantom soll mich vorstellen. Darf nun ein vom Dichter so hochgestellter Mensch durch eine so niedrige Kreatur, die sich schon durch ihre Maske verdächtig macht, ins Verderben geführt werden? Darf jener große Geist, der doch in seinem Falle die übrigen hoch überragt, darf er durch einen gewöhnlichen Bruder Lüderlich, als welchen sich Mephisto ausweist, herabgezogen werden? Und muss nicht diese Maske der Würde jener Tragödie Eintrag tun? Doch ich schweige. An geschehenen Dingen ist nichts zu ändern. Und meine verehrte Großmutter würde über diesen Gegenstand zu mir sagen: »Söhnchen, Diabole, bedenke, dass ein großer Dichter ein großes Publikum haben und um ein großes Publikum zu bekommen, so populär als möglich sein muss.« Der Besuch. Bei diesem allen bleibt Faust ein erhabenes Gedicht und Goethe einer der ersten Geister seiner Zeit, und man darf sich daher nicht wundern, dass ich ein großes Verlangen in mir fühlte, diesen Mann einmal zu sehen. Ich hätte ihm einen unerwarteten Besuch machen können. Ja, wenn ich oft recht ärgerlich über mein Zerrbild war, stand ich auf dem Sprung, ihm einmal im Kostüm des Mephistopheles nächtlicherweile zu erscheinen, um ihm einigen Schrecken in die Glieder zu jagen. Aber eine gewisse Gutmütigkeit, die man zuweilen an mir gefunden hat, hielt mich immer wieder ab, dem alten Mann eine schlaflose Nacht zu machen. Ich entschloss mich daher, als Doktor Legens, ein ehrsamer Titel auf Reisen, ihn zu besuchen, und als solcher kam ich in Weimar an. Es ist mit berühmten Leuten wie mit einem fremden Tiere. Kömmt ein ehrlicher Pächter mit seiner Familie in die Stadt auf den Jahrmarkt, so ist sein erstes, dass er in der Schenke den Hausknecht fragt: »Wann kann man den Löwen sehen, Bursche?« »Mein Herr«, antwortet der Gefragte, »die Affen und der Seehund sind den ganzen Tag zu haben, der Löwe aber ist am besten aufgelegt, wenn er das Futter im Leib hat, daher rate ich, um jene Zeit hinzugehen.« Gerade so erging es mir in Weimar. Ich fuhr von Jena aus mit einem jungen Amerikaner hinüber. Auch in sein Vaterland war des Dichters Ruhm schon längst gedrungen, und er machte auf der großen Tour durch Europa dem berühmten Mann zu Ehren schon einen Umweg von 20 Meilen. In dem Gasthof, wo wir abgestiegen waren, fragten wir sogleich, um welche Zeit wir bei Herrn von Goethe vorkommen könnten. Wir waren in Reisekleidern, die besonders bei meinem Gefährten etwas unscheinbar geworden waren. Der Wirt musterte uns daher mit misstrauischen Blicken und fragte, ehe er noch unsere Frage beantwortete, ob wir auch Fracks bei uns hätten. Wir waren glücklicherweise beide damit versehen, und unser Wirt versprach, uns sogleich anmelden zu lassen. »Sie werden wahrscheinlich nach dem Dinner um 5 Uhr angenommen werden. Um diese Zeit sind seine Exzellenz am besten zu sprechen. Zweifle auch gar nicht, dass Sie angenommen werden, denn wenn man, wie der Herr hier, eigens deswegen aus Amerika nach Weimar kommt, wäre es doch unbarmherzig, einen ungesehen wieder fortzuschicken.« Dieser Patriotismus ging doch wahrhaftig sehr weit. Doch wir ließen den guten Mann in dem Glauben, der junge Philadelphia komme extra nach Weimar und gehe von da wieder heim. Übrigens hatte er richtig prophezeit.
Dr. Legen Zupfer, wie ich mich nannte, und Forthill aus Amerika waren auf 5 Uhr bestellt. Endlich schlug die Stunde. Wir machten uns auf den Weg. Der Dichter wohnt sehr schön. Eine sanfte, geschmackvolle, mit Statuen dekorierte Treppe führt zu ihm. Eine tiefe, geheimnisvolle Stille lag auf dem Hausgang, den wir betraten. Schweigend führte uns der Diener in das Besuchszimmer. Behagliche Eleganz, Zierlichkeit und Feinheit verbunden mit Würde zeichneten dieses Zimmer aus. Mein junger Gefährte betrachtete staunend diese Wände, diese Bilder, diese Möbles. So hatte er sich wohl das Stübchen des Dichters nicht vorgestellt. Bei der Bewunderung dieser Umgebung schien auch die Angst vor der Größe des Erwarteten zu steigen. Alle Nuancen von Rot wechselten auf seinem angenehmen Gesicht. Sein Herz pochte hörbar, sein Auge war starr auf die Tür geheftet, durch welche der Gefeierte eintreten musste. Ich hatte indes Muße genug, über den großen Mann nachzudenken. Wie viel weiter, sagte ich mir, wie unendlich weiter helfen dem Sterblichen Gaben des Geistes als der zufällige Glanz der Geburt. Der Sohn eines unscheinbaren Bürgers von Frankfurt hat hier die höchste Stufe erreicht, die dem Menschen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge offen steht. Es hat schon mancher diese Stufe erstiegen. Geschäftsmänner vom Fach haben von bescheidenen Plätzchen an der Türe alle Sitze ihrer Kollegien durchlaufen, bis endlich der Stuhl, der zunächst am Throne steht, sie in seine Arme aufnahm. Mancher hat sich auf dem Schlachtfeld das Portefeuille erkämpft. Goethe hat sich seine eigene Bahn gebrochen, auf welcher ihm noch keiner voranging, noch keiner gefolgt ist. Er hat bewiesen, dass der Mensch kann, was er will, denn man sage mir nichts von einem das allumfassende Genie, von einem Geist, der sein Zeitalter gebildet, es stufenweise zu dem Höheren geführt habe. Das Zeitalter hat ihn gebildet. Ich kann mir noch wohl denken, welch heilloses Leben Werther in das liebe Deutschland machte. Die Lotten schienen wie durch einen Zauberschlag aus dem Boden zu wachsen. Die Zahl der Werther war Legion. Aber was war hierin Goethes Verdienst? Hatte es wirklich nur daran gefehlt, dass er das Hörnchen an den Mund setzte und bei dem ersten Ton, den er angab, musste Pfaffe und Laie, Nönnchen und Dämchen in wunderlichen Kapriolen ihren Sankt-Veitstanz beginnen? Wie heißt dieses große schöpferische Geheimnis? Alles zur rechten Zeit. Der Siegwart hatte die harten Herzen aufgetan und sie für allen möglichen Jammer, für Mondschein und Gräber empfänglich gemacht. Da kommt Goethe. Die Tür ging auf, er kam. 3-mal bückten wir uns tief und wagten es dann, an ihm hinaufzublinzeln. Ein schöner, stattlicher Greis. Augen so klar und hell wie die eines Jünglings, die Stirne voll Hoheit, der Mund voll Würde und Anmut. Er war angetan mit einem feinen schwarzen Kleid, und auf seiner Brust glänzte ein schöner Stern. Doch er ließ uns nicht lange Zeit zu solchen Betrachtungen. Mit der feinen Wendung eines Weltmannes, der täglich so viele Bewunderer bei sich sieht, lud er uns zum Sitzen ein. Was war ich doch für ein Esel gewesen, in dieser so gewöhnlichen Maske zu ihm zu gehen. Doctores Legentes mochte er schon viele Hunderte gesehen haben. Amerikaner, die, wie unser Wirt meinte, ihm zuliebe auf die See gingen, gewiss wenige. Daher kam es auch, dass er sich meist mit meinem Gefährten unterhielt. Hätte ich mich doch für einen gelehrten Irokesen oder einen schönen Geist vom Mississippi ausgegeben, hätte ich ihm nicht Wunderdinge erzählen können, wie sein Ruhm bis jenseits des Ohio gedrungen, wie man in den Kapanen von Louisiana über ihn und seinen Wilhelm Meister sich unterhalte? So wurden mir einige unbedeutende Floskeln zuteil,
und mein glücklicherer Gefährte durfte den großen Mann unterhalten. Wie falsch sind aber oft die Begriffe, die man sich von der Unterhaltung mit einem großen Manne macht. Ist er als witziger Kopf bekannt, so wähnt man, wenn man ihn zum ersten Mal besucht, eine Art von Elektrisiermaschine zu nahen. Man schmeichelt ihm, man glaubt, er müsse dann Witzfunken von sich strahlen, wie die schwarzen Katzen, wenn man ihnen bei Nacht den Rücken streichelt. Ist er ein Romandichter, so spitzt man sich auf eine interessante Novelle, die der Berühmte zur Unterhaltung nur geschwind aus dem Ärmel schütteln werde. Ist er gar ein Dramatiker, so teilt er uns vielleicht freundschaftlich den Plan zu einem neuen Trauerspiel mit, den wir dann ganz warm unseren Bekannten wieder vorsetzen können. Ist er nun gar ein umfassender Kopf wie Goethe, einer, der sozusagen in allen Sätteln gerecht ist, wie interessant, wie belehrend muss die Unterhaltung werden, wie sehr muss man sich aber auch zusammennehmen, ihm zu genügen. Der Amerikaner dachte auch so, ehe er neben Goethe saß. Sein Ich fuhr, wie das des guten Wald, als er zum Flitte kam, ängstlich oben in alle vier Gehirnkammern und darauf unten in beide Herzkammern wie eine Maus umher, um darin ein schmackhaftes Ideenkörnchen aufzutreiben, das er ihm zutragen und vorlegen könnte zum Imbiss. Er blickte angstvoll auf die Lippen des Dichters, damit ihm kein Wörtchen entfalle, wie der Kandidat auf den strengen Examinator. Er knickte seinen Hut zusammen und pflückte seine glasierten Handschuhe in kleine Stücke. Aber welcher Zentnerstein mochte ihm vom Herz fallen, als der Dichter aus seinen Höhen zu ihm herabstieg und mit ihm sprach wie Hans und Kunz in der Kneipe. Er sprach nämlich mit ihm vom guten Wetter in Amerika, und indem er über das Verhältnis der Winde zu der Luft, der Dünste des wasserreichen Amerika zu denen in unserem alten Europa sich verbreitete, zeigte er uns, dass das All der Wissenschaft in ihm aufgegangen sei, denn er war nicht nur lyrischer und epischer Dichter, Romanist und Novellist, Lustspiel- und Trauerspieldichter, Biograf, sein eigener, und Übersetzer, nein, er war sogar Meteorologe. Wer darf sich nicht rühmen, so tief in das geheimnisvolle Reich des Wissens eingedrungen zu sein? Wer kann von sich sagen, dass er mit jedem seine Sprache, das heißt nicht in seinen vaterländischen Dialekt, sondern das, was ihm gerade geläufig und wert sein möchte, sprechen könne? Ich glaube, wenn ich mich als reisender Koch bei ihm aufgeführt hätte, er hätte sich mit mir in gelehrte Diskussionen über die geheimnisvolle Komposition einer Gänseleberpastete eingelassen oder nach einer Sekundenuhr berechnet, wie lange man ein Beefsteak auf jeder Seite schmoren müsse. Also über das schöne Wetter in Amerika sprachen wir, und siehe, das arme Sündergesicht des Amerikaners hellte sich auf. Die Schleusen seiner Beredsamkeit öffneten sich. Er beschrieb den feinen, weichen Regen von Kanada. Er ließ die Frühlingsstürme von New York brausen und pries die Regenschirmfabrik in der Franklinstraße zu Philadelphia. Es war mir am Ende, als wäre ich gar nicht bei Goethe, sondern in einem Wirtshaus unter guten alten Gesellen, und es würde bei einer Flasche Bier über das Wetter gesprochen. So menschlich, so kordial war unser Diskurs. Aber das ist ja gerade das große Geheimnis der Konversation, dass man sich angewöhnt, nicht gut zu sprechen, sondern gut zu hören. Wenn man dem weniger Gebildeten Zeit und Raum gibt zu sprechen, wenn man dabei ein Gesicht macht, als lausche man aufmerksam auf seine Honigworte, so wird er nachher mit Enthusiasmus verkünden, dass man sich bei dem und dem köstlich unterhalte. Dies wusste der vielerfahrene Dichter, und statt uns von seinem Reichtum ein Schärflein abzugeben, zog er es vor, mit uns Witterungsbeobachtungen anzustellen. Nachdem wir ihn hinlänglich inuiert haben mochten, gab er uns das Zeichen zum Aufstehen.
die Stühle wurden gerückt, die Hüte genommen, und wir schickten uns an, unsere Abschiedskomplimente zu machen. Der gute Mann ahnte nicht, dass er den Teufel zitierte, als er großmütig wünschte, mich auch ferner bei sich zu sehen. Ich sagte ihm zu, und werde es zu seiner Zeit schon noch halten, denn wahrhaftig, ich habe seinen Mephistopheles noch nicht hinuntergeschluckt. Noch einen, zwei Bücklinge, wir gingen. Stumm und noch ganz stupid vor Bewunderung folgte mir der Amerikaner nach dem Gasthof. Die Röte des lebhaften Diskurses lag noch auf seiner Wange. Zuweilen schlich ein beifälliges Lächeln um seinen Mund. Er schien höchst zufrieden mit dem Besuch. Auf unserem Zimmer angekommen, warf er sich heroisch auf einen Stuhl und ließ zwei Flaschen Champagner auftragen. Der Kork fuhr mit einem Freudenschuss an die Decke. Der Amerikaner füllte zwei Gläser, bot mir das eine und stieß an auf das Wohl jenes großen Dichters. »Ist es nicht etwas Erfreuliches«, sagte er, »zu finden, so hoch erhabene Männer seien wie unser einer? War mir doch Angst und Bange vor einem Genie, das 30 Bände geschrieben. Ich darf gestehen, bei dem Sturm, der uns auf offener See erfasst, war mir nicht so bang, und wie herablassend er war. Wie vernünftig hat er mit uns diskutiert. Welche Freude hatte er an mir, wie ich aus einem neuen Lande kam. Er schenkte dabei fleißig ein, trank auf seine und des Dichters Gesundheit, und von der erlebten Gnade und vom Schaumwein benebelt, sank er endlich mit dem Entschluss, Amerikas Goethe zu werden, dem Schlaf in die Arme. Ich aber setzte mich zu dem Rest der Bouteillen. Der Wein ist von allen Getränken der Erde der, welcher mir am meisten behagt. Sein leichter, flüchtiger Geist, der so wenig irdische Schwere mit sich führt, macht ihn würdig, von Geistern, wenn sie in menschlichen Körpern die Erde besuchen, gekostet zu werden. Ich musste lächeln, wenn ich auf den seligen Schläfer blickte. Wie leicht ist es doch für einen großen Menschen, die anderen Menschen glücklich zu machen. Er darf sich nur stellen, als wären sie ihm so ziemlich gleich, und sie kommen beinahe vom Verstand. Dies war mein Besuch bei Goethe. Und wahrhaftig, ich bereue nicht, bei ihm gewesen zu sein, denn von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern und hüte mich, mit ihm zu brechen. Es ist gar hübsch von einem großen Herrn, so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. Ende von Satans Besuch bei Herrn von Goethe. Auszug aus Mitteilungen aus den Memoiren des Satan von Wilhelm Hauff. Gelesen von Hokus Pokus. Der Spuk im Pfarrhaus zu Kleversulzbach von Eduard Mörike. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Spuk im Pfarrhaus zu Kleversulzbach von Eduard Mörike. Sie haben, geehrtester Freund, sowohl in der Seherin von Brevorst, zweiten Bandes, siebte Tatsache, als auch neuerdings in einem Heft ihres Magikon von dem Spuke des hiesigen Pfarrhauses gesprochen und unter anderem die Art und Weise, wie ich, bald nach meiner Hierherkunft im Sommer 1834, die Entdeckung dieses Umstandes machte, nach meiner mündlichen Erzählung berichtet. Ich will nun, Ihrem Verlangen gemäß, zunächst aus meinem Tagebuche, soweit es überhaupt fortgeführt ist, dasjenige, was ich in dieser Beziehung etwa Bemerkenswertes finde, zu beliebigem Gebrauche hiermit für Sie ausziehen. Vom 19. bis 30. August 1834. Ich fange an zu glauben, dass jene siebte Tatsache Grund haben möge. Zweierlei vorzüglich ist's, was mir auffällt. Ein Fallen und Rollen, wie von einer kleinen Kugel unter meiner Bettstatt hervor,
das ich bei hellem Wachen und völliger Gemütsruhe mehrmals vernahm und wovon ich bei Tage trotz allem Nachsuchen keine natürliche Ursache finden konnte. Sodann, dass ich einmal mitten in einem harmlosen, unbedeutenden Traum plötzlich mit einem sonderbaren Schrecken erweckt wurde, wobei mein Blick zugleich auf einen hellen, länglichen Schein unweit der Kammertüre fiel, welcher nach einigen Sekunden verschwand. Weder der Mond noch ein anderes Licht kann mich getäuscht haben. Auch muß ich bemerken, daß ich bereits, ehe Kerners Buch in meinem Hause war, während eines ganz gleichgültigen Traums durch die grauenhafte Empfindung geweckt wurde, als legte sich ein fremder, harter Körper an meine Hüfte auf die bloße Haut. Ich machte damals nichts weiter daraus und war geneigt, es etwa einem Krampfe zuzuschreiben, woran ich freilich sonst nicht litt. Indes hat mir ein hiesiger Bürger, der ehrliche Balthasar Hermann, etwas ganz Ähnliches erzählt, das ihm vor Jahren im Haus widerfuhr. Herr Pfarrer Hochstetter ließ nämlich, so oft er mit seiner Familie auf mehrere Tage verreiste, diesen Mann, der ebenso unerschrocken als rechtschaffen ist, des Nachts im Hause liegen, damit es etwa gegen Einbruch und so weiter geschützt sein möge. Und zwar quartierte er den Mann in jenes Zimmer auf der Gartenseite, worin nachher mein Bruder so vielfach beunruhigt wurde. Einst nun, da Hermann ganz allein im wohlverschlossenen Hause lag, die Magd schlief bei Bekannten im Dorfe und sich nur eben zu Bett gelegt hatte, fühlte er, vollkommen wach wie er noch war, mit einem Male eine seltsame Berührung an der linken Seite auf der bloßen Haut, als wäre ihm ein fremder Gegenstand, so rau wie Baumrinde, rasch unter das Hemd gefahren, wie um ihn um den Leib zu packen. Die Empfindung war schmerzhaft. Er fuhr auf und spürte nichts mehr. Die Sache wiederholte sich nach wenigen Minuten. Er stand auf und ging, ich weiß nicht mehr in welcher Absicht, auf kurze Zeit nach Haus, kam wieder und blieb ungestört für diese Nacht. Inzwischen haben auch die meinigen mehr oder weniger Auffallendes gehört. Ich kann vor der Hand nichts tun, als mir den Kopf frei halten. Auch hat es damit keine Not. Bei Tage müssen wir uns Gewalt antun, um uns nicht lustig darüber zu machen. Bei Nacht gibt sich der Ernst von selbst. Vom 2. bis zum 6. September. Die Geisterindizien dauern fort, und zwar jetzt in verstärktem Grade. Am 2. dieses Monats, nach dem Abendessen zwischen 9 und 10 Uhr, als eben die Mutter durch den Hausöhring ging, vernahm sie ein dumpfes, starkes Klopfen an der hintern Haustür, die auf ebenem Boden in den Garten hinausführt. Ihr erster Gedanke war, es verlange noch jemand herein. Nur war das Klopfen von einem durchdringenden Seufzer gefolgt, der sogleich eine schauderhafte Idee erweckte. Man riegelte unverzüglich auf und sah im Garten nach, ohne irgendeine menschliche Spur zu entdecken. Auch Karl, mein ältester Bruder, dessen Zimmer zunächst an jener Tür ist, sowie Klärchen, meine Schwester, und die Magd hatten das Klopfen gehört. Meine Mutter, von jeher etwas ungläubig in derlei Dingen und bisher immer bemüht, sie uns auszureden, bekennt sich zum ersten Mal offen zu der Überzeugung, dass es nicht geheuer um uns her zugehe. Am 4. September, vor 10 Uhr abends, als wir schon alle uns niedergelegt hatten, kam Karl in meine Schlafstube hereingestürzt und sagte, er sei durch einen fürchterlichen Knall, ähnlich dem eines Pistolenschusses, der innerhalb seines Zimmers geschehen, erweckt worden. Wir untersuchten augenblicklich alles, doch ohne den mindesten Erfolg. K. behauptet, ohne alle besorglichen Gedanken sich zu Bett begeben zu haben, und will auf keine Weise meine natürlichen Erklärungsgründe gelten lassen, die ich von der eigentümlichen Reizbarkeit des Organismus beim Übergang vom Wachen zum Schlaf hernahm, sowie daher, dass wir übrigen, Wachenden, nichts hörten, unerachtet Kars Stube nur wenige Schritte von uns liegt.
anderer kleiner Störungen, die mir gleichwohl ebenso unerklärbar sind, gedenke ich hier nur mit wenigem. So hörte ich in den verflossenen Nächten oft ein ganz unnachahmliches Berühren meiner Fensterscheibe bei geschlossenen Laden, ein sanftes, doch mächtiges Andrängen an die Laden von außen, mit einem gewissen Sausen in der Luft verbunden, während die übrige äußere Luft vollkommen regungslos war. Ferner schon mehrmals dumpfe Schütterungen auf dem oberen Boden, als ginge dort jemand oder als würde ein schwerer Kasten geruckt. Am 6. September, abends gegen 9 Uhr, begegnete Karl Folgendes. Er war, um zu Bett zu gehen, kaum in sein Schlafzimmer getreten, hatte sein Licht auf den Tisch gesetzt und stand ruhig. Da sah er einen runden Schatten von der Größe eines Tellers, die weiße Wand entlang auf dem Boden, gleichsam kugelnd, ungefähr 4 bis 5 Schritte lang hinschweben und in der Ecke verschwinden. Der Schatten konnte, wie ich mir umständlich dartun ließ, schlechterdings nicht durch die Bewegung eines Lichts oder dergleichen entstanden sein. Auch von außen konnte kein fremder Lichtschein kommen, und selbst diese Möglichkeit vorausgesetzt, so hätte dadurch jene Wirkung nicht hervorgebracht werden können. In der Nacht vom Sonntag auf den Montag, 14. bis 15. September, herrschte eine ungewöhnliche Stille im Hause. Dagegen fingen am Montagabend die Unruhen schon um 9 Uhr an. Als ich mich mit Karl ohne Licht in den Hausgang stellte, um zu lauschen, vernahmen wir bald da, bald dort seltsame Laute und Bewegungen, namentlich einmal ganz dicht neben uns an der Wand ein sehr bestimmtes Klopfen, recht als geschähe es, unsere Neugierde zu necken. Um 4 Uhr des Morgens aber, als es noch ganz dunkel war und ich hellwachend im Bette lag, geschahen, wie mir vorkam auf dem oberen Boden, 2 bis 3 dumpfe Stöße. Während ich weiter aufhorchte und im Stillen wünschte, dass auch mein Bruder dies gehört haben möchte, kam dieser bereits herbeigelaufen und erzählte mir das Gleiche. Dienstag, den 16. September, abends 10 Uhr, ich war kaum eingeschlafen, weckte mich Klärchen mit der Nachricht, dass, während sie noch eben am Bette der Mutter gesessen und ihr vorgelesen, sie beide durch einen dumpfen, starken Schlag auf dem oberen Boden schreckhaft unterbrochen worden seien. In derselben Nacht erfuhr Karl Folgendes, was ich mit seinen eigenen Worten hersetze. Er schrieb das Ereignis auf meine Bitte mit größter Genauigkeit auf. »Mein Schlafzimmer hat 2 Fenster, und jedes Fenster 2 Laden aus dickem Holze, ohne andere Öffnungen als solche, welche altershalber durch Ritzen und so weiter in demselben entstanden, aber unbedeutend sind. Von diesem Laden waren in der Nacht von gestern auf heute 3 verschlossen, nur einer, derjenige, welcher meinem Bette am nächsten ist, war offen. Durch dieses halbe Fenster und dessen halbdurchsichtigen Vorhang schien der Vollmond hell in das Zimmer und bildete an der Wand rechts neben meinem Bette, wie natürlich, ein erleuchtetes, längliches Viereck. Es war etwa um 3:30 Uhr morgens, als ich aufwachte. Nun bemerkte ich außer jenem Viereck auf der anderen Seite und von mir ungefähr gegenüber, ganz oben, wo die Wand und die Decke zusammenstoßen, einen hellen, runden Schein, im Durchmesser ungefähr 1/4 Fuß. Es schien ein Licht zu sein wie Mondlicht. Ich hielt es auch anfangs dafür, wiewohl es mir etwas sonderbar deuchte, so hoch oben und so isoliert einen Schein zu sehen. Ich schaute nun zu dem offenen Laden hinaus und überzeugte mich, dass dieser Schimmer weder vom Monde noch von einem Kerzenlicht in der Nachbarschaft herrühre. Dann legte ich mich wieder und dachte über die außerordentliche Erscheinung nach. Aber während ich starr meinen Blick darauf heftete, verschwand sie ziemlich schnell vor meinen Augen. Dies fiel mir noch mehr auf, und ich machte mir noch immer Gedanken darüber, als die Stille, die tiefe Stille, die sonst herrschte,
unterbrochen wurde und ich ein leises Geräusch hörte, als wenn sich jemand auf Socken von der östlichen Seite des Ganges her der Türe meines Schlafzimmers näherte, und gleich darauf entstand draußen an der Tür ein starkes Gepolter, als stieße ein schwerer Körper heftig gegen dieselbe. Sie wurde zugleich mit Gewalt einwärts gedrückt. Es war kein einfacher Schall, denn es schien, als wenn verschiedene Teile dieses Körpers schnell aufeinander an die Tür anprallten. Ich erschrak tief in die Seele hinein und wusste anfangs nicht, ob ich Lärm machen, läuten oder fliehen sollte. Letzteres wollte ich sogleich nicht, weil ich im ersten Schrecken fürchtete, auf die unbekannte Ursache jenes Gepolters zu stoßen. Ich entschloss mich nun, ein Licht zu machen. Bevor ich aber dies tat, geschah noch Folgendes. Bald nachdem das Getöse schwieg und wieder die vorherige Stille herrschte, erschien der nämliche runde Schein an der nämlichen Stelle wieder, blieb einige Zeit und verschwand dann vor meinen Augen. Während dieser Zeit blieb der Laden, der Vorhang und der natürliche Mondschein rechts an der Wand unverändert. Mit dem angezündeten Licht ging ich sofort in den Hausgang. Als ich aber in diesem nichts Besonderes entdeckte und noch überdies den Hund in den vorderen Zimmern eingesperrt und ruhig fand, überzeugte ich mich, dass hier ein Spukgeist sein Wesen trieb. Heute nun, über Tag, überzeugte man sich durch wiederholte, fast 2 Stunden lang fortgesetzte Versuche, mit sämtlichen spiegelnden und glänzenden Gegenständen des Zimmers und mit Berücksichtigung aller möglichen Standpunkte des Mondes, dass der sonderbare Schein an der höchsten Höhe des Zimmers auch nicht durch Spiegelung hervorgebracht werden konnte, sowie auch aus der Stellung der Nachbarhäuser und anderen Umständen leicht ersichtlich war, dass von dort kein Strahl eines Kerzenlichts an die gedachte Stelle gelangen konnte. Soweit die Angaben meines Bruders. Noch ist aber von dieser unruhigen Nacht das Auffallendste zu bemerken übrig. Meine Mutter erzählte, sie habe zwischen 10 und 11 Uhr ganz ruhig wachend im Bette gelegen, als sie an ihrem Kissen auf einmal eine besondere Bewegung verspürt. Das Kissen sei wie von einer untergeschobenen Hand ganz sachte gelüpft worden. Sie selbst habe mit dem Rücken etwas mehr seitwärts gelegen, sonst hätte sie es wohl mit aufgehoben. Dabei sei es ihr seltsam wunderlich, dass sie weder vor, noch während, noch nach diesem Begebnis die mindeste Furcht empfunden. Vom 9. bis zum 15. Oktober, in welcher Zeit ich den Besuch meines Freundes M. hatte. Seit kurzem regt sich das unheimliche Wesen aufs Neue, und zwar stark genug. Eine auffallende Erscheinung wurde auch dem Freunde zuteil. Nicht lange nach Mitternacht, das heißt immerhin mehrere Stunden bevor an ein Grauen des Tages oder an eine Morgenröte zu denken war, sah er an dem Fenster, das seinem Bette gegenübersteht, eine purpurrote Helle sich verbreiten, welche allmählich wieder verschwand, kurz nachher aufs Neue entstand und so lange anhielt, dass M. sich vollkommen versichern konnte, es liege hier keine Augentäuschung zugrunde. Die Geltung dieses Phänomens bestätigte sich in einer der folgenden Nächte durch meine Mutter, die denselben Schein in ihrem Schlafzimmer an der ihrem Bette gegenüberliegenden Wand erblickte. Sogar Klärchen, von der Mutter darauf aufmerksam gemacht, sah ihn noch im Verschwinden. 16. Oktober. Heute Nacht abermals Unruhen im Haus. Ein starkes Klopfen auf dem oberen Boden. Dann war es auch einmal, als würden Ziegelplatten vom Dach in den Hof auf Bretter geworfen. Es ging jedoch kein Wind die ganze Nacht, und morgens konnten wir keine Spur von jenem Wurfe finden. 25. Oktober. In einer der letzten Nächte sah Karl gegenüber dem Fuße seines Bettes eine feurige Erscheinung. Eben als beschriebe eine unsichtbare Hand mit weißglühender Kohle oder mit glühender Fingerspitze
einen Zickzack mit langen Horizontalstrichen in der Luft. Der Schein sei ziemlich matt gewesen. Hierauf habe sich ein eigentümliches Schnarren vernehmen lassen. In der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober sah meine Mutter einen länglichen, etwa 3 Spannen breiten, hellweißen Schein in der Ecke ihres Schlafzimmers, ziemlich hoch überm Boden und bis an die Zimmerdecke reichend, zu einer Zeit, wo der Mond längst nicht mehr am Himmel stand. 13. November. In der Nacht, etwa zwischen 1 und 2 Uhr, erwachte meine Schwester, wie sie sagt, ganz wohlgemut und setzt sich, um eine Traube zu essen, aufrecht im Bette. Vor ihr, auf der Bettdecke, saß ihr kleines weißes Kätzchen und schnurrte behaglich. Es war durchs Mondlicht hell genug im Zimmer, um alles genau zu erkennen. Klärchen war noch mit ihrer Traube beschäftigt, als sie, mit völligem Gleichmut, ein vierfüßiges Tier von der Gestalt eines Hundes, durch die offene Tür des Nebenzimmers herein und hart an ihrem Bett vorüberkommen sah, wobei sie jeden Fußtritt hörte. Sie denkt nicht anders als, es sei Jolly, und sieht nach, ob er wohl wieder, seiner Gewohnheit nach, sich unter das gegenüberstehende Bett meiner Mutter legen werde. Sie sah dies aber schon nicht mehr, weil er unter dem nächststehenden Sessel ihr aus dem Gesicht kommen musste. Den andern Morgen ist davon die Rede, ob denn auch der Hund, den mein Bruder abends zuvor beim Heimgehen von dem 1,5 Stunden von hier entfernten Eberstadt ganz in der Nähe dieses Dorfes verloren hatte, nun wohl nach Hause gekommen sei. Klärchen, welche nichts von seinem Abhandenkommen gewusst, stutzte nun auf einmal, fragte und erfährt, dass man im Begriffe sei, den Hund im Pfarrhaus zu Eberstadt abholen zu lassen, wo Karl gestern gewesen und man das Tier vermutlich über Nacht behalten haben werde. So war es auch wirklich. Ein Bote brachte es am Strick geführt. So viel aus dem Diarium, das hie und da von mir ergänzt wurde. Im folgenden Jahr bricht es ab, weil ich schwer und auf lange erkrankte. Schlimmer als im Jahr 1834 ist auch das Spukwesen nachher und bis auf die jetzige Zeit niemals geworden. Vielmehr hat es sich inzwischen seltener, obwohl nicht weniger charakteristisch geäußert. Merkwürdig ist, dass es sich meist gegen den Herbst und im Winter vermehrt, im Frühling und die Sommermonate hindurch wohl auch schon ganz ausbleibt. Der Zeitpunkt morgens früh 4 Uhr ist, nach meinen Beobachtungen, vorzugsweise spukhaft. Sehr häufig endigt auch die nächtliche Störung um diese Zeit mit merklichem Nachdruck. Eine Erfahrung aus neuerer Zeit, welche mein gegenwärtiger Amtsgehilfe, Herr Sattler, in dem mehr erwähnten Zimmer auf der Gartenseite machte, soll hier mit seinen eigenen Worten stehen. Ich war am 29. November 1840 abends um 8:30 zu Bette gegangen und hatte sogleich das Licht gelöscht. Ich saß nun etwa 1/2 Stunde noch aufrecht im Bette, indem ich meine Gedanken mit einem mir höchst wichtigen Gegenstand beschäftigte, der meine ganze Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch nahm, dass er keiner Nebenempfindung Raum gab. Weder den Tag über, noch besonders solange ich im Bette war, hatte ich auch nur im Entferntesten an Geisterspuk gedacht. Plötzlich, wie mit einem Zauberschlage, ergriff mich ein Gefühl der Unheimlichkeit, und wie von unsichtbarer Macht war ich innerlich gezwungen, mich umzudrehen, weil ich etwas an der Wand zu Haupte meines Bettes sehen müsse. Ich sah zurück und erblickte an der Wand, welche massiv von Stein und gegipst ist, in gleicher Höhe mit meinem Kopf 2 Flämmchen, ungefähr in der Gestalt einer mittleren Hand, ebenso groß, nur nicht ganz so breit und oben spitz zulaufend. Sie schienen an ihrem unteren Ende aus der Wand herauszubrennen, flackerten an der Wand hin und her im Umkreis von etwa 2 Schuh. Es waren aber nicht sowohl brennende Flämmchen als vielmehr erleuchtete Dunstwölkchen von rötlich-blassem Schimmer. So wie ich sie erblickte, verschwand alles Gefühl der Bangigkeit,
und mit wahrem Wohlbehagen und Freude betrachtete ich die Lichter eine Zeit lang. Ob sie doch wohl brennen, dachte ich, und streckte meine Hand nach ihnen aus. Allein das eine Flämmchen, das ich berührte, verschwand mir unter der Hand und brannte plötzlich daneben. 3-4 Mal wiederholte ich den nämlichen Versuch, immer vergeblich. Das berührte Flämmchen erlosch jedes Mal, nicht allmählich, und loderte ebenso wieder nicht allmählich sich vergrößernd am anderen Orte auf, sondern in seiner vollen Gestalt verschwand es, und in seiner vollen Gestalt erschien es wieder daneben. Die zwei Flämmchen spielten hie und da ineinander über, so daß sie eine größere Flamme bildeten, gingen aber dann immer bald wieder auseinander. So betrachtete ich die Flämmchen 4 bis 5 Minuten lang, ohne eine Abnahme des Lichtes an ihnen zu bemerken, wohl aber kleine Biegungen und Veränderungen in der Gestalt. Ich stand auf, kleidete mich an, ging zur Stube hinaus, wo ich in der Tür noch die Lichter erblickte, und bat den Herrn Pfarrer, der im vorderen Zimmer allein noch auf war, zu mir herüberzukommen und die Erscheinung mit anzusehen. Allein, wie wir kamen, war sie verschwunden, und obgleich wir wohl noch eine halbe Stunde lang mit gespannter Aufmerksamkeit Acht gaben, zeigte sich doch nichts mehr. Ich schlug nun ein Licht, allein mit diesem konnte ich so wenig als morgens darauf, am hellen Tag, auch nur die geringste Spur an der auch ganz trockenen Wand wahrnehmen. Die vom Herrn Pfarrer aufgeworfene Frage, ob in den vorhergehenden Tagen oder Wochen nicht etwa ein phosphorisches Schwefelholz an jener Wand möchte angestrichen worden sein, musste ich mit Bestimmtheit verneinen. Zu allem Überflusse machten wir indes ausführliche Versuche mit Zündhölzchen, wovon das Resultat jedoch ein von meiner Beobachtung sehr verschiedenes war. Als ziemlich gewöhnliche Wahrnehmung im Hause, die teilweise eben gegenwärtig wieder an der Reihe sind, muss ich in der Kürze noch ausführen, ein sehr deutliches Atmen und Schnaufen in irgendeinem Winkel des Zimmers, zuweilen dicht am Bette der Personen, ein Tappen und Schlurfen durchs Haus, verschiedene Metalltöne, als ob man eine nicht sehr straff gespannte Stahlseite durch ein spitzes Instrument zum Klingen oder Klirren brächte, als ob ein Stückchen Eisen, etwa ein Feuerstahl, etwas unsanft auf den Ofen gelegt würde. Ferner Töne, als führe jemand 2 bis 3 heftige Streiche mit einer dünnen Gerte auf dem Tisch. Auch ein gewisses Schnellen in der Luft. Dann Töne, wie wenn ein dünnes Reis zerbrochen oder besser ein seidener Faden entzweigerissen würde. So unterhielt ich mich eines Abends bei Licht und bei der tiefsten Stille mit einem meiner Hausgenossen allein in jenem Gartenzimmer, als dieser Ton in einer Pause des Gesprächs zwischen unseren beiden Köpfen mit solcher Deutlichkeit sich hören ließ, dass wir zugleich uns lächelnd ansahen. Zum ersten Mal, wie man hier sagt, wurde der Spuk im Pfarrhaus unter dem Herrn Pfarrer Leirer 1811 bis 1818 ruchbar. Am lebhaftesten war er unter Herrn Pfarrer Hochstetter 1818 bis 1825, der mir die auffallendsten Dinge erzählt hat. Auch nachher, noch zur Zeit des Herrn Pfarrer Eheinwald, war er um vieles stärker als bei mir. Ich schließe mit der Versicherung, dass ich bei all diesen Notizen ein jedes meiner Worte auf das Gewissenhafteste abwog, um nirgend zu viel noch zu wenig zu sagen und alle Zweideutigkeit zu vermeiden, besonders auch, dass ich, was die Angaben anderer betrifft, in der Wahrheitsliebe und Urteilsfähigkeit der angeführten Hausgenossen nicht im geringsten zu zweifeln Ursache habe. Klever Sulzbach im Januar 1841. Eduard Mörike, Pfarrer. Ende von Der Spuk im Pfarrhaus zu Klever Sulzbach von Eduard Mörike. Gelesen von Hokus Pokus.
Wie der Verrat nach Russland kam, aus den Geschichten vom lieben Gott von Rainer Maria Rilke. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian Jehoasch. Wie der Verrat nach Russland kam von Rainer Maria Rilke. Ich habe noch einen Freund hier in der Nachbarschaft. Das ist ein blonder, lahmer Mann, der seinen Stuhl winters wie sommers hart am Fenster hat. Er kann sehr jung aussehen. Ja, in seinem lauschenden Gesicht ist manchmal etwas Knabenhaftes. Aber es gibt auch Tage, da er altert. Die Minuten gehen wie Jahre über ihn und plötzlich ist er ein Greis, dessen matte Augen das Leben fast schon losgelassen haben. Wir kennen uns lang. Erst haben wir uns immer angesehen, später lächelten wir unwillkürlich, ein Jahr lang grüßten wir einander und seit Gott weiß wann erzählen wir uns das eine und das andere, wahllos, wie es eben passiert. »Guten Tag«, rief er, als ich vorüberkam und sein Fenster war noch offen, in den reichen und stillen Herbst hinaus. »Ich habe Sie lange nicht gesehen.« »Guten Tag, Ewald.« Ich trat an sein Fenster, wie ich es immer zu tun pflegte, im Vorübergehen. Ich war verreist. »Wo waren Sie?« fragte er mit ungeduldigen Augen. »In Russland.« »Oh, so weit.« Er lehnte sich zurück und dann: »Was ist das für ein Land? Russland. Ein sehr großes, nicht wahr?« »Ja«, sagte ich, »groß ist es und außerdem...« »Hab ich dumm gefragt?« lächelte Ewald und wurde rot. »Nein, Ewald, im Gegenteil. Da Sie fragen, was ist das für ein Land, wird mir Verschiedenes klar. Zum Beispiel, woran Russland grenzt.« »Im Osten?« warf mein Freund ein. Ich dachte nach. »Nein.« »Im Norden?« forschte der Lahme. »Sehen Sie«, fiel mir ein, »das Ablesen von der Landkarte hat die Leute verdorben. Dort ist alles plan und eben. Und wenn Sie die vier Weltgegenden bezeichnet haben, scheint Ihnen alles getan. Ein Land ist doch aber kein Atlas. Es hat Berge und Abgründe. Es muss doch auch oben und unten an etwas stoßen.« »Hm«, überlegte mein Freund, »Sie haben recht. Woran könnte Russland an diesen beiden Seiten grenzen?« Plötzlich sah der Kranke wie ein Knabe aus. »Sie wissen es«, rief ich. »Vielleicht an Gott?« »Ja«, bestätigte ich, »an Gott.« »So«, nickte mein Freund ganz verständnisvoll. Erst dann kamen ihm einzelne Zweifel. »Ist denn Gott ein Land?« »Ich glaube nicht«, erwiderte ich, »aber in den primitiven Sprachen haben viele Dinge denselben Namen. Es ist da wohl ein Reich, das heißt Gott, und der es beherrscht, heißt auch Gott. Einfache Völker können ihr Land und ihren Kaiser oft nicht unterscheiden. Beide sind groß und gütig, furchtbar und groß.« »Ich verstehe«, sagte langsam der Mann am Fenster. »Und merkt man in Russland diese Nachbarschaft?« »Hm, man merkt sie bei allen Gelegenheiten. Der Einfluss Gottes ist sehr mächtig. Wie viel man auch aus Europa bringen mag, die Dinge aus dem Westen sind Steine, sobald sie über die Grenze sind. Mitunter kostbare Steine, aber eben nur für die Reichen, die sogenannten Gebildeten. Während von drüben aus dem anderen Reich das Brot kommt, wovon das Volk lebt.« »Das hat das Volk wohl in Überfluss.« Ich zögerte. »Nein, das ist nicht der Fall. Die Einfuhr aus Gott ist durch gewisse Umstände erschwert.« Ich suchte ihn von diesem Gedanken abzubringen. »Aber man hat vieles aus den Gebräuchen jener breiten Nachbarschaft angenommen. Das ganze Zeremoniell beispielsweise. Man spricht zu dem Zaren ähnlich wie zu Gott.« »So? Man sagt also nicht Majestät?« »Nein, nein, man nennt beide Väterchen.« »Und man kniet vor beiden?« »Man wirft sich vor beiden nieder, fühlt mit der Stirn den Boden und weint und sagt: Ich bin sündig, verzeih mir, Väterchen.« »Die Deutschen, welche das sehen, behaupten, eine ganz unwürdige Sklaverei.« »Ich denke anders darüber. Was soll das Knien bedeuten?
Es hat den Sinn zu erklären, ich habe Ehrfurcht. Dazu genügt es auch, das Haupt zu entblößen, meint der Deutsche. Nun ja, der Gruß, die Verbeugung, gewissermaßen sind auch sie Ausdrücke dafür. Abkürzungen, die entstanden sind in den Ländern, wo nicht so viel Raum war, dass jeder sich hätte niederlegen können auf der Erde. Aber Abkürzungen gebraucht man bald mechanisch und ohne sich ihres Sinnes mehr bewusst zu werden. Deshalb ist es gut, wo noch Raum und Zeit dafür ist, die Gebärde auszuschreiben. Das ganze schöne und wichtige Wort. Ehrfurcht. Ja, wenn ich könnte, würde ich auch niederknien, träumte der Lahme. Aber es kommt, fuhr ich nach einer Pause fort, in Russland auch vieles andere von Gott. Man hat das Gefühl, jedes Neue wird von ihm eingeführt. Jedes Kleid, jede Speise, jede Tugend und sogar jede Sünde muss erst von ihm bewilligt werden, ehe sie in Gebrauch kommt. Der Kranke sah mich fast erschrocken an. Es ist nur ein Märchen, auf welches ich mich berufe, eilte ich ihn zu beruhigen. Eine sogenannte Bylina, ein Gewesenes zu Deutsch. Ich will Ihnen kurz den Inhalt erzählen. Der Titel ist »Wie der Verrat nach Russland kam«. Ich lehnte mich ans Fenster und der Gelähmte schloss die Augen, wie er gerne tat, wenn irgendwo eine Geschichte begann. Der schreckliche Zar Iwan wollte den benachbarten Fürsten Tribut auferlegen und drohte ihnen mit einem großen Krieg, falls sie nicht Gold nach Moskau in die weiße Stadt schicken würden. Die Fürsten sagten, nachdem sie Rat gepflogen hatten, wie ein Mann: »Wir geben dir 3 Rätselfragen auf. Komm an dem Tage, den wir dir bestimmen, in den Orient, zu dem weißen Stein, wo wir versammelt sein werden, und sage uns die 3 Lösungen. Sobald sie richtig sind, geben wir dir die 12 Tonnen Goldes, die du von uns verlangst.« Zuerst dachte der Zar Iwan Wassiljewitsch nach, aber es störten ihn die vielen Glocken seiner weißen Stadt Moskau. Da rief er seine Gelehrten und Räte vor sich, und jeden, der die Fragen nicht beantworten konnte, ließ er auf den großen roten Platz führen, wo gerade die Kirche für Wassili, den Nackten, gebaut wurde, und einfach köpfen. Bei einer solchen Beschäftigung verging ihm die Zeit so rasch, dass er sich plötzlich auf der Reise fand nach dem Orient, zu dem weißen Stein, bei welchem die Fürsten warteten. Er wusste auf keine der 3 Fragen etwas zu erwidern, aber der Ritt war lang, und es war immer noch die Möglichkeit, einem Weisen zu begegnen. Denn damals waren viele Weise unterwegs auf der Flucht, da alle Könige die Gewohnheit hatten, ihnen den Kopf abschneiden zu lassen, wenn sie ihnen nicht weise genug schienen. Ein solcher kam ihm nun allerdings nicht zu Gesicht. Aber an einem Morgen sah er einen alten, bärtigen Bauer, welcher an einer Kirche baute. Er war schon dabei angelangt, den Dachstuhl zu zimmern und die kleinen Latten darüber zu legen. Da war es nun recht verwunderlich, dass der alte Bauer immer wieder von der Kirche herunterstieg, um von den schmalen Latten, welche unten aufgeschichtet waren, jede einzeln zu holen, statt viele auf einmal in seinem langen Kaftan mitzunehmen. Er musste so beständig auf- und niederklettern, und es war gar nicht abzusehen, dass er auf diese Weise überhaupt jemals alle 400 Latten an ihren Ort bringen würde. Der Zar wurde deshalb ungeduldig. »Dummkopf«, schrie er. So nennt man in Russland meistens die Bauern. »Du solltest dich tüchtig beladen mit deinem Holz und dann auf die Kirche kriechen. Das wäre bei weitem einfacher.« Der Bauer, der gerade unten war, blieb stehen, hielt die Hand über die Augen und antwortete: »Das musst du schon mir überlassen, Zar Iwan Wassiljewitsch. Jeder versteht sein Handwerk am besten. Indessen, weil du schon hier vorüberreitest, will ich dir die Lösung der 3 Rätsel sagen, welche du am weißen Stein im Orient gar nicht weit von hier wirst wissen müssen.« Und er schärfte ihm die 3 Antworten der Reihe nach ein. Der Zar konnte vor Erstaunen kaum dazu kommen, zu danken. »Was soll ich dir geben zum Lohne?« fragte er endlich. »Nichts«, machte der Bauer, holte eine Latte und wollte auf die Leiter steigen. »Halt«, befahl der Zar, »das geht nicht an. Du musst dir etwas wünschen.« »Nun, Väterchen, wenn du befiehlst,
Gib mir eine von den 12 Tonnen Goldes, welche du von den Fürsten im Orient erhalten wirst. Gut, nickte der Zar. Ich gebe dir 1 Tonne Goldes. Dann ritt er eilends davon, um die Lösungen nicht wieder zu vergessen. Später, als der Zar mit den 12 Tonnen zurückgekommen war aus dem Orient, schloss er sich in Moskau in seinem Palast mitten im 5-torigen Kreml ein und schüttete 1 Tonne nach der anderen auf die glänzenden Dielen des Saales aus, so dass ein wahrer Berg aus Gold entstand, der einen großen schwarzen Schatten über den Boden warf. In Vergesslichkeit hatte der Zar auch die 12. Tonne ausgeleert. Er wollte sie wieder füllen, aber es tat ihm leid, so viel Gold von dem herrlichen Haufen wieder fortnehmen zu müssen. In der Nacht ging er in den Hof hinunter, schöpfte feinen Sand in die Tonne, bis sie zu 3/4 voll war, kehrte leise in seinen Palast zurück, legte Gold über den Sand und schickte die Tonne mit dem nächsten Morgen durch einen Boten in die Gegend des weiten Russland, wo der alte Bauer seine Kirche baute. Als dieser den Boten sah, stieg er von dem Dach, welches noch lange nicht fertig war, und rief: »Du musst nicht näher kommen, mein Freund. Reise zurück samt deiner Tonne, welche 3/4 Sand und ein knappes Viertel Gold enthält. Ich brauche sie nicht. Sage deinem Herrn, bisher hat es keinen Verrat in Russland gegeben. Er aber ist selbst daran schuld, wenn er bemerken sollte, dass er sich auf keinen Menschen verlassen kann. Denn er hat nunmehr gezeigt, wie man verrät, und von Jahrhundert zu Jahrhundert wird sein Beispiel in ganz Russland viele Nachahmer finden. Ich brauche nicht das Gold. Ich kann ohne Gold leben. Ich erwartete nicht Gold von ihm, sondern Wahrheit und Rechtlichkeit. Er aber hat mich getäuscht. Sage das deinem Herrn, dem schrecklichen Zaren Iwan Wassiljewitsch, der in seiner weißen Stadt Moskau sitzt, mit seinem bösen Gewissen und in einem goldenen Kleid.« Nach einer Weile Reitens wandte sich der Bote nochmals um. Der Bauer und seine Kirche waren verschwunden. Und auch die aufgeschichteten Latten lagen nicht mehr da. Es war alles leeres, flaches Land. Da jagte der Mann entsetzt zurück nach Moskau, stand atemlos vor dem Zaren und erzählte ihm ziemlich unverständlich, was sich begeben hatte, und dass der vermeintliche Bauer niemand anderes gewesen sei als Gott selbst. »Ob er wohl recht gehabt hat damit?« meinte mein Freund leise, nachdem meine Geschichte verklungen war. »Vielleicht«, entgegnete ich. »Aber wissen Sie, das Volk ist abergläubisch. Indessen, ich muss jetzt gehen, Ewald.« »Schade«, sagte der Lama aufrichtig. »Wollen Sie mir nicht bald wieder eine Geschichte erzählen?« »Gerne, aber unter einer Bedingung.« Ich trat noch einmal ans Fenster heran. »Nämlich«, staunte Ewald, »Sie müssten alles gelegentlich den Kindern in der Nachbarschaft weitererzählen«, bat ich. »Oh, die Kinder kommen jetzt so selten zu mir.« Ich vertröstete ihn. »Sie werden schon kommen. Offenbar haben sie in der letzten Zeit nicht Lust gehabt, ihnen etwas zu erzählen, und vielleicht auch keinen Stoff oder zu viele Stoffe. Aber wenn einer eine wirkliche Geschichte weiß, glauben Sie, das kann verborgen bleiben? Bewahre, das spricht sich herum, besonders unter den Kindern. Auf Wiedersehen.« Damit ging ich. Und die Kinder haben die Geschichte noch an demselben Tage gehört. Wie der Verrat nach Russland kam aus den Geschichten vom lieben Gott von Rainer Maria Rilke. Vorsätze von Kurt Tucholsky. Gelesen für LibriVox.org von Robert Steiner. Ich will den Gänsekiel in die schwarze Flut tauchen. Ich will einen Roman schreiben. Schöne, wahre Menschen sollen auf den Höhen des Lebens wandeln. Auf ihrem offenen Antlitz soll sich die Freiheit widerspiegeln. Nein, ich will ein lyrisches Gedicht schreiben. Meine Seele werde ich auf sammetgrünen Flanell betten und meine Sorgen werden kreischend von dannen ziehen. Nein, ich will eine Ballade schreiben. Der Held soll auf blumiger Au mit den Riesen kämpfen, und wenn die Strahlen des Mondes auf seine schöne Prinzessin fallen, dann...
Ich will den Gänsekiel in die schwarze Flut tauchen. Ich werde meinem Onkel schreiben, dass ich Geld brauche. Ende von Vorsätze. Diese Aufnahme ist in der Public Domain.